Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es wieder um eine eisenbahntechnische Geschichte gehen, um eine stillgelegte Bahnstrecke in dem Fall, nämlich die Isartalbahn südlich von München. Das ist eine Bahnstrecke, mit der ich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel zu tun hatte. Ich habe da schon mit, ja, ich glaube, es waren 11 Jahren. Das erste Mal an der Strecke war ich unterwegs und habe mir eben ganz gezielt angeschaut, was damals noch übrig war, sozusagen. Und zwar habe ich mich da auf den südlichen Ast beschränkt. Klar war ich auch mal im Norden unterwegs hier, allerdings mein besonderes Augenmerk galt dem Abschnitt ab Wolfratshausen bis Beuerberg und dann nochmal von Beuerberg bis Bichl im Besonderen. Genau, und jetzt werde ich euch mal ein paar Hintergrundinfos zu dieser Strecke geben. So ein bisschen vielleicht das ein oder andere, was man nicht auf den ersten Blick rausfindet. Und da starten wir jetzt am allerbesten mal. Also hier haben wir die große Streckenübersicht, aber jetzt starten wir am besten erstmal auf der Wikipedia-Hauptseite. Genau, und zwar ist es so, dass es eine Strecke war, die insgesamt 50 0,76 Kilometer umfasst hat, also schon relativ lang. Und ja, es gab eine Elektrifizierung bis nach Wolfratshausen und ab Wolfratshausen. Wolfratshausen ja, liegt ja circa auf halber Strecke. Gab es dann eben keine Elektrifizierung mehr bis nach Bichl, wo die Strecke von München nach Bichl eben eingeschert ist auf die Kochelseebahn. Denn von München über Starnberg, über Tutzing, wo ist es denn? Da ist es Tutzing und Penzberg verlief die Kochelseebahn oder verläuft immer noch die Kochelseebahn bis nach Kochel am See. Das ist dann hier unten quasi. Also ihr seht hier haben wir den Starnberger See, der damals noch Würmsee hieß. Das ist auch eine Besonderheit, weil da die Würm rausfließt. Deshalb hieß der Starnberger See, ich glaube, bis in die 60er Jahre noch Würmsee. Genau, und dann haben wir hier Penzberg, da bin ich in dem anderen Video schon drauf eingegangen, auf den Güterbahnhof, den es damals noch gab, mit diesem Gleisdreieck, den sieht man nämlich hier. Und dann ging die Kochelseebahn eben weiter nach Richtung Kochel am See über Bichl, und Bichl ist der Punkt, an dem die Isartalbahn auf oder in die Kochelseebahn eingemündet hat. Und soweit ich weiß, gab es die Isartalbahn schon vor der Kochelseebahn. Das heißt, die Isartalbahn war die erste und schnellste Nord-Süd-Verbindung, die es von München aus gab. Und also ganz speziell auch für Sommerfrischler damals gedacht, die eben einerseits hier also in Richtung der südlich gelegenen Orte Urlaub machen wollten oder die eben auch einfach hier in München im Vorortverkehr sich bewegen wollten. Genau. Die heutige S-Bahn-Strecke, weil ich das jetzt hier auch gerade sehe, verläuft bis nach Wolfratshausen aus München, nutzt die Trasse der ehemaligen Isartalbahn bis nach Großeselohe, Isartalbahnhof, da findet man es auch noch im Wort wieder, und schert dann ab von der ehemaligen Strecke Richtung den Siemenswerken, also Solln, Siemenswerke und dann Richtung Sendling. Und die Isartalbahn ist da quasi mehr oder weniger geradeaus weitergefahren, Richtung München Süd und davor gelegen. Also München Süd, den Bahnhof gibt es heute noch, allerdings ist das kein Bahnhof mehr, an dem gehalten wird. Kurz davor war dann der Isartalbahnhof, den ich euch nachher ja eventuell noch zeige. Ich muss mal gucken. Ich wollte mich eigentlich auf den Streckenabschnitt Wolfratshausen bis Bichl beschränken, weil der so allgemein eher weniger erforscht ist. Genau, jetzt gehen wir doch als allererstes mal auf die offizielle Homepage der Isartalbahn. Glücklicherweise gibt es nämlich eine, die ein paar Leute oder ich glaube vielleicht sogar nur ein Mensch in seiner Freizeit betreibt, dem man an der Stelle mal wirklich danken muss. Ja, genau, Andreas Weigand ist das. Ja, genau, so ist es so. Und jetzt schauen wir mal auf die Startseite. Dann gibt es die Geschichte. Da kann man sich natürlich auch nochmal durchklicken. Ganz interessante Infos. Die Abschnitte bis nach Wolfratshausen, wie gesagt, möchte ich in dem Video jetzt nicht wahnsinnig beleuchten. Allerdings haben wir hier zum Beispiel schon ein Bild aus Beuerberg. Beuerberg liegt ja,
wenn wir hier nochmal kurz gucken, zwischen Wolfratshausen und Bichl, ja, relativ genau auf halber Strecke. Dazu ist vielleicht ganz interessant, dass wir uns mal kurz hier auf Wikipedia noch das Höhenprofil aufmachen. Das gibt es nämlich. Machen wir es mal so, dann machen wir es gleich so. Ah, das war nicht so gut. Dann machen wir es so. Genau, einmal das hier. Und dann machen wir uns noch den Verlauf auf. Ja, dazu kann man noch sagen, es gibt ein Buch über die Isartalbahn. Das ist in limitierter Auflage erschienen. Ja, ich habe den glücklichen Fall, dass ich einen Bekannten habe, der dieses Buch hat und ich da auch schon mal reinschauen konnte. Da gibt es natürlich auch sehr interessante Bilder, die man entdecken kann. Die werde ich jetzt aber nicht hier mit reinflechten, weil ich die nur mal aus dem Buch fotografiert habe sozusagen und das, glaube ich, urheberrechtlich ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt Bilder aus dem Buch hier reinstellt. Also da würde ich empfehlen, einfach mal zu gucken, wenn es interessiert. Dieses Buch kann man zum Beispiel auf eBay oder eBay Kleinanzeigen immer noch ab und an mal ja, erwerben. Genau. Aber im Großen und Ganzen, die Bilder, die wir uns heute anschauen, sollten schon mal einen sehr guten Überblick über den Streckenast geben. Genau, und zwar haben wir jetzt hier mal dieses Streckenhöhenprofil. Also wir starten in München Süd auf ja, ein bisschen über 500 Meter Meereshöhe, sagen wir mal 520, so wie mir das hier aussieht ungefähr. Und dann steigt die Strecke ab Maria Einsiedel. Das ist quasi, ja, kann man sagen, München Solln. Schon mal ja, recht heftig an. Also mal ganz kurz zum Ablauf. Also man ist hier quasi aus dem Isartalbahnhof rausgefahren, dann kam hier das Bahnbetriebswerk, circa auf Höhe, also zwischen München-Thalkirchen und München-Maria-Einsiedl war das Bahnbetriebswerk gelegen. Dann nach Maria-Einsiedl ein starker Anstieg nach Prinz-Ludwig-Höhe. Dann ging es relativ konstant bis nach Großesselohe und da hat man dann mit einer Brücke, die die Strecke von Deisenhofen nach Solln überquert, die es ja heute immer noch gibt, also sowohl die Brücke als auch die Strecke. Aber auch das in dem Video jetzt nicht so das Hauptthema, weil das eben noch der Münchner Streckenast ist. Und ja, dann ging es weiter von Großesselohe über Pullach und Pullach-Gartenstadt. Diesen Haltepunkt gibt es heute leider nicht mehr. In einem ja, dann recht konstanten Anstieg nach Höriges Kreuth, weiter nach Buchenhain und Bayerbrunn und ab Bayerbrunn nochmal etwas mehr Anstieg nach Hohenschäftlarn. Dann aber beruhigt sich der Anstieg wieder und in Ebenhausen-Schäftlarn fängt es dann wieder an, leicht abzufallen bis nach Icking und von Icking nach Wolfratshausen und von Wolfratshausen nach Degerndorf dann wieder ein stärkerer Abfall auf unter 600 Meter. Genau, und dann von Degerndorf nach Eurasburg hier recht entspannt auf einer Höhe. Übrigens muss man sagen, von Wolfratshausen, das habt ihr im Titel des Videos wahrscheinlich auch schon gelesen, von Wolfratshausen bis nach Bichl gibt es mehr oder weniger konstant auf der Strecke heutzutage einen Radweg, der da verläuft. Und allein deswegen schon, weil das ja früher eine Eisenbahnstrecke war, ja, es ist in Deutschland halt üblich, dass man auf ehemaligen stillgelegten Bahnstrecken Radwege einrichtet. Eben allein schon deshalb, weil die Promillezahl der Bahnstrecken ja recht gering gehalten wurde in aller Regel und die 40 Promille niemals überstiegen hat bei einer normalen Strecke. Denn ab 40 Promille gilt eine Eisenbahnstrecke als Stallstrecke und 40 Promille entspricht 40 Metern Anstieg auf. Nein, 4 Meter Anstieg, genau so ist es. 4 Meter Anstieg auf 100 Meter Streckenlänge. Also 4 Höhenmeter auf 100 Meter Streckenlänge. Das ist die Definition von 40 Promille. Und ab dieser Zahl wäre es eine Steilstrecke. Und alles, was bis dahin geht, ist eben eine normale Eisenbahnstrecke und daher auch sehr gut für Radfahrer geeignet, da eben einfach keine wahnsinnig heftigen Steigungen und Gefälle zu überwinden sind. Und so sehen wir das eben auch hier von Eurasburg nach Beuerberg, geht es nur noch mal ein Stück hoch, verhältnismäßig viel, dann aber beruhigt sich das Ganze wieder. Vletzen, Boxberg und Bad Heilbrunn sind relativ auf einer Höhe, nämlich 600 Metern. Und dann Bichl wieder etwas drüber. Genau, ja. So, das mal zum Höhenprofil. Dann schließen wir das mal und schauen nochmal auf die
Isartalbahn Homepage. Also hier sehen wir einmal eben Beuerberg, was hier relativ in Streckenmitte gelegen ist, den Bahnhof mit einer Baureihe 64, dem sogenannten Bubikopf, wie er auf der Strecke von Wolfratshausen nach Bichl bzw. von Beuerberg nach Bichl gefahren ist. Man muss dazu jetzt mal sagen, also es gab zwei Südäste sozusagen, auf die ich ja jetzt auch eingehen will. Einmal ist es der von Wolfratshausen nach Beuerberg und dann haben wir nochmal Beuerberg bis Bichl. Und da ist eben der Unterschied, Wolfratshausen, Beuerberg wurde bis 1972 betrieben. Lass mich nicht lügen. Ich schaue nochmal kurz nach. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 71 oder 72. Aber das können wir eigentlich auch hier nachlesen. Da müssen wir jetzt mal schnell schauen. Das sollte man eigentlich hier irgendwo sehen. Ah, Verlängerung nach Bichl, genau, dann kommt hier gleich die Stilllegung. So. Genau, hier steht es nochmal. Also einmal der Abschnitt, fangen wir mal mit chronologisch an. Der Abschnitt Beuerberg nach Bichl. Können wir ja mal kurz hier, genau. Also, in den 1950er Jahren jährlich ein Verlust von 2,8 Millionen D-Mark. Weil die salzgetränkten Schwellen verfaulten, wurde die Höchstgeschwindigkeit von 60, was ja eine übliche Nebenbahngeschwindigkeit ist, auf 40 und dann auf 30 sogar herabgesetzt. Da sich die Sanierung des Oberbaus aufgrund der geringen Fahrgastzahlen nicht mehr lohnte, beschloss die Deutsche Bundesbahn, wie auf so vielen anderen Strecken auch, 1958 die Stilllegung des Abschnitts von Beuerberg nach Bichl. Und dann wurde eben zum 31. Mai 1959 tatsächlich mit Beginn des Sommerfahrplans der Personenverkehr eingestellt und der Güterverkehr bereits im Dezember desselben Jahres. Okay. Genau, und dann fuhren da Busse als Ersatz. Das war der erste Abschnitt, also 1959. Und den zweiten Abschnitt haben wir hier unten am 27. Mai 1972. Man muss dazu sagen, 1972 wurde in München die S-Bahn eingeführt und eröffnet, also im Jahr der Olympiade. Genau, und am 27. Mai 1972 stellte die Bundesbahn dann den Zugverkehr zwischen Wolfratshausen und Beuerberg auch noch ein. Genau, also einmal haben wir 59 und einmal haben wir 72 als Stilllegungsdatum. Genau. Jawohl. Und man sieht sogar hier nochmal ganz kurz zum nördlichen Abschnitt 1970, also bis 1970 gab es sogar zwischen dem Isartalbahnhof in München, also München Süd, und Großhesselohe noch eine Oberleitung und ein zweites Gleis. Das gab es nämlich dann später nicht mehr. Da war die Strecke dort auch nur eingleisig und nicht elektrifiziert. Also man sieht schon, war einstmals eine sehr, sehr bedeutende Bahnstrecke. Wir haben hier auch noch ein Kursbuch. Ist ein bisschen verpixelt leider. Hier oben Tutzing, Bichl, Kochel. Das ist ja die Kochelseebahn. Dann haben wir hier Heuriges Kreuz. Grünwald, da könnte man jetzt mal Fahrzeiten nachschauen. Das gibt es eben auch in diesem Isartalbahnbuch, da gibt es auch einige Fahrplanauszüge, soweit ich weiß. Genau, ja, ansonsten ist hier nochmal das Bahnbetriebswerk dargestellt, den Ringlokschuppen, den man jetzt aufwendig saniert hat. Das ist wie gesagt in Thalkirchen zu verorten. Und ansonsten sind es jetzt hier erstmal die nördlichen Abschnitte. Dann in Wolfratshausen, dazu komme ich später noch, da habe ich selber auch Bildmaterial, weil ich ja selber die Strecke ein paar Mal erkundet habe. Und auch das hier alles, das kann man vielleicht noch zeigen, das Empfangsgebäude des Bahnhofs Bichl gibt es mittlerweile auch nicht mehr. War ein Zweckbau der 50er Jahre, der nach dem Krieg errichtet wurde. Das ursprüngliche Empfangsgebäude wurde im Krieg zerstört. Dieses Empfangsgebäude, jetzt gibt es mittlerweile leider auch nicht mehr, das wurde vor einigen Jahren abgerissen. Und damals war der Bahnhof noch komplett als mechanisches Stellwerk ausgeführt mit Schrankenwinde für die mechanischen Schranken. Leider mittlerweile auch nicht mehr vorhanden. Genau, kurz zur Verortung. Bichl liegt am südlichen Streckenende. Wir haben hier Wolfratshausen, hier ist München und Bichl ist dann hier. Das ist Bichl, die
Isartalbahn kommt aus Richtung Norden, schlängelt sich hier lang und schert dann oder sch hat dann in Bichl eingeschert auf die Kochelseebahn. Also ihr seht hier, das hier ist die Kochelseebahn, die kommt aus Richtung Penzberg und fährt in Richtung Kochel weiter. Und hier an der Stelle sehen wir das sehr, sehr gut. Von hier aus kam die Isartalbahn. Hier haben wir den ehemaligen Bahnhof Bad Heilbrunn. Dann ist die Isartalbahn hier einmal rumgeschwenkt. Man sieht es hier noch sehr schön. Hier einmal geradeaus drüber. Man sieht hier auch noch eine Narbe in der Wiese. Eindeutig. Und dann hier einmal geradeaus weiter. Hier über den Steinbach, über eine Brücke damals. Hier eingeschert. Und hier dann noch vor dem Bahnübergang den Bahnhof Bichl erreicht. Man sieht hier auch den Bahnhof Bichl, der wurde mittlerweile, wie so viele andere Bahnhöfe der Deutschen Bahn AG auch, beziehungsweise der DB Netz, auch auf zwei Gleise, ja, runtergestutzt sozusagen. Ganz interessant ist da, da kann ich euch gleich mal, weil wir schon gerade beim Thema sind, den ehemaligen Gleisplan des Bahnhofs Bichl zeigen. Einmal 1940 und einmal nach 1940, also 1944. So sah es davor aus. Man sieht einmal, also man muss sich das jetzt so vorstellen, Norden ist quasi in der Richtung. Hier haben wir die Ausfahrt Richtung Kochel. Das wäre dann hier unten die Ausfahrt. Das heißt, Norden ist hier. Also wenn ihr euch das gedanklich so vorstellen könnt, dann haben wir hier das Empfangsgebäude gehabt. Hier, E ist Empfangsgebäude, also noch vor dem Krieg, beziehungsweise das noch nicht zerbombte Empfangsgebäude. Und hier dann zwei Streckengleise, einmal nach Tutzing, einmal rechts Richtung Beuerberg, also die Isartalbahn. Das wäre dann hier links nach Tutzing gegangen, also nach Richtung ja, Penzberg. Und hier rechts wäre es Richtung Isartalbahn abgezweigt. Das der Gleisplan von 1940. Und als Unterschied dazu, oder im Unterschied dazu, Gleisplan 1944 nach dem Umbau. Wir sehen auch hier wieder den Streckenast Richtung Kochel und hier einmal nach Tutzing, einmal nach Wolfratshausen. Und man sieht, und es ist unfassbar aus heutiger Sicht, einmal haben wir hier noch Anschlüsse, zweimal Anschlussbahnen ins heutige Gewerbegebiet. Und wir haben hier sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hauptgleise, so wie ich das sehe. Acht Hauptgleise. Ja. Und das ist schon beeindruckend, dass man den Bahnhof dann auf heutige zwei Gleise zusammengestutzt hat. Und hier hatte man ja noch sehr viel mehr Gleise. Man hatte hier Lokschuppen, alle möglichen, ja. Also jede mögliche Variante war quasi möglich, hier rumzurangieren und einfach Zugverkehr stattfinden zu lassen. Ja, aus heutiger Sicht sehr schade, weil man die Infrastruktur wieder bräuchte, aber war damals, ja, war damals halt so, dass man einfach stillgelegt hat in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ja, genau, und da hat es natürlich auch Bichl getroffen. Ja, wo waren wir stehen geblieben. Ich klicke mich hier mal durch, genau. Also, jetzt schauen wir mal, das war eben Beuerberg, genau. Schauen wir mal einmal weiter nach 1972, ob wir hier noch interessantes Bildmaterial finden. Nö, für uns jetzt mal nicht. Genau, die Fahrzeuge. Da war es üblich auf der Isartalbahn, dass man ursprünglich natürlich Dampflokomotiven der Privatbahn verkehren hat lassen und irgendwann hat es dann die Bundesbahn übernommen. Dann war es eigentlich Standard, dass da die Baureihe 64 Richtung Bichl gefahren ist. Man sieht sie hier im Bahnhof in Beuerberg. Hier dieses Gebäude ist ein markanter Wasserturm, den es heute tatsächlich immer noch gibt in Beuerberg. Beuerberg ist hier. Und wenn man jetzt mal schaut, ehemaliges Bahnhofsgelände. Hier sieht man eindeutig die Trasse, wie sie hier verlaufen ist. Man sieht hier auch wieder den Einschnitt in der Wiese, die Narbe. Hier geradeaus durch diesen Einschnitt, heute Radweg. Und man muss dazu sagen, als ich die Strecke abgegangen bin, das erste Mal 2011, gab es diesen Radweg noch nicht. Da hat man an der Stelle noch wesentlich mehr gesehen. Genau, dann einmal hier weiter. Hier auch wieder, wo die Narbe ist, geradeaus. Und hier war eben der Bahnhof. Und da sieht man heute immer noch
Das ist der Wasserturm. Das ist dieses markante Zeltdach. Und dieses Zeltdach sieht man hier. Jetzt muss es nur noch weggehen. Hier auch wieder. Genau. Ja, das jetzt mal zu den Fahrzeugen. Dann, ich glaube, mehr kommt da jetzt erstmal nicht mehr vom Südast. Ja, gut, in Wolfratshausen Sonderzüge, die da mal unterwegs waren. Ab und an ist mal ein Sonderzug unterwegs, das stimmt schon. Erhaltene Fahrzeuge, okay. Bildergalerie. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal eben zum. Schauen wir uns das noch ganz kurz an, weil dann fange ich mit den Betriebsstellen an. Ah ja, das ist vielleicht auch interessant. Bahnhofsjubiläum in Wolfratshausen oder Fahrzeugausstellung. Wie der Bahnhof damals aussah, ist auch schon wieder einfach nur noch traurig, das zu sehen. Also ihr seht hier ganz deutlich, ich zeige euch den Bahnhof erstmal, wie er heute aussieht. Gehen wir mal nach Wolfratshausen. So, also heutig haben wir einmal die Anschlussstrecke nach Geretsried, eine ehemalige Rüstungsstrecke. Auf die gehe ich jetzt in dem Video nicht näher ein, die werde ich vielleicht mal separat thematisieren. Dann hier ehemals zwei Abstellgleise für die S-Bahn, die hier hinten mit einer Weiche verbunden waren und dann hier eben vor dem Bahnübergang eingemündet sind auf ein Gleis, das dann bis in die, ja, 80er, 90er Jahre als Zuliefergleis für diesen Schrottplatz benutzt wurde und hier auch noch vorhanden war. Heute aber auch alles nicht mehr vorhanden. Und das Gleis endet offiziell hier. Und hier wird immer mal wieder eine S-Bahn abgestellt, also das wird noch genutzt, aber eher selten. Und dann haben wir im Bahnhof Wolfratshausen mit 1, 2, 3, 3 Hauptgleisen, so wie ich das sehe. Jawohl. Und ein einziges Nebengleis. Alle anderen hier haben sie schon rausgerissen. Hier war 1, 2 wahrscheinlich, so wie ich das sehe. Und hier war nochmal 1. Als ich damals unterwegs war, gab es die noch. Und dann über das hinaus gab es hier ein Gleis an dieser Laderampe. Hier ist nämlich eine Laderampe, die man mittlerweile auch nicht mehr richtig erkennen kann. Die zeige ich euch aber nachher nochmal. Also hier war noch ein Gleis. Dann hatte man da sogar noch eine Art Bahnsteig. Man hatte hier rüber noch mindestens zwei Gleise, denn hier gab es einen Turmmast und der war die Begrenzung des Bahnhofs. Also nur mal so, damit ihr mal gesehen habt, wie es ungefähr früher aussah und heute jetzt aussieht. Und jetzt schauen wir uns als Ergänzung dazu noch die Bilder an. Und zwar einmal hier, ihr seht hier wieder die Bahnhofsausfahrt, also diese gebogene Bahnhofsausfahrt mit Blick nach Richtung Norden, also hier. Ja, hier steht eine E69 und ihr seht schon hier hinten, hier war erstmal eine große Freifläche und hier hinten gab es aber noch weitere Gleise. Und das war eben genau das hier, dass es hier auch noch weitere Gleise gab, die man alle erfolgreich demontiert hat. Ja, hier sieht man noch ein Abstellgleis, hier sieht man, ja, dasselbe nochmal. Hier standen Loks, also das war alles auf dem rechts, auf diesem Gelände, das heute da nicht mehr vorhanden ist. Also alles auf diesem Gelände. Genau. Dann ist das erstmal ganz gut als Überblick. Ja, und das war der Bahnhof Wolfratshausen jetzt im Groben. Dann schauen wir mal die Kochelseebahn. Nein, das ist nicht mehr unseres. Signale haben wir jetzt auch nichts, was uns interessiert. Ich glaube, der Rest Erinnerungen an die Isartalbahn. Okay. Gut, der Rest, wie gesagt, betrifft jetzt nicht diesen Streckenast. Natürlich, das Geschriebene hier ist auch sehr, sehr interessant, aber ich möchte jetzt mal wirklich bei Bildern belassen im Großen und Ganzen. Fangen wir mal in Wolfratshausen an. Wir haben hier einmal den gläsernen Zug, den wir sehen. 1960 war das. Dann haben wir hier den Bahnsteig Frühlingsgarten, der eben an der Anschlussbahn und Rüstungsbahn Richtung Geretsried liegt. Das Foto wurde hier aufgenommen. Hier ist dieser Bahnsteig immer noch vorhanden. Der erstreckt sich sogar bis in diese Kurve rein. Wie gesagt, das werde ich euch ein andermal zeigen. Und das war auch ein zweigleisiger bzw. sogar dreigleisiger Bahnhof.
So, dann geht es hier nochmal. Hier haben wir eine Baureihe 420, Elektrotriebwagen der S-Bahn München, der im Bahnhof Wolfratshausen steht, und eine Baureihe 103, die mit einem Sonderzug da steht. Ja, üblicherweise fährt die Baureihe 423 als S-Bahn. Und hier haben wir den Streckenast Richtung Süden. Also hier ist die Isartalbahn Richtung Süden weitergefahren. Auf diesem Gleis, wo heute hier als Abschluss ein Prellbock steht, dieses rechte Gleis ist das S-Bahn-Abstellgleis, was man hier erkennen kann und hier heute durch den Prellbock abgeschlossen wird. Die Aufnahme ist von dem Bahnsteig hier entstanden, eben hier Richtung Süden. Genau, so. Und hier zur Linken, diese Weiche hier links rüber, ist die Anschlussweiche, die es heute nicht mehr gibt, denn dieses Abstellgleis hier war ja, da war ja noch ein zweites Gleis, und dann war hier logischerweise, hier wo dieses hellgraue Stück Schiene drin ist, die Abzweigweiche hier rüber für die Anschlussbahn. Das ist eben das, was man hier noch sieht, weil sie hier noch eingebaut war. Genau. Das mal dazu. Interessant ist auch, und das fällt mir jetzt selber gerade auch zum ersten Mal auf, dass diese Weichenverbindung hier mittlerweile gekappt wurde. Wieder eine Möglichkeit weniger zu rangieren. Die ist nämlich heute nicht mehr vorhanden, wie ihr seht. Hier ist keine Weiche mehr. Es gibt nur noch die über den Bahnübergang. Und die gab es natürlich damals hier auch schon. Und auch interessant zu wissen, was man ansonsten fast nirgends findet. Ungefähr auf Höhe dieses orthopädischen Zentrums war früher eine, ich sag mal, BayWa Lager, also ein BayWa Lagerhaus, so ein typisches ja, Landhandelhaus, wo man hier nochmal mit einer Weiche reingefahren ist. Das zeige ich euch aber auch gleich noch. Genau, dann geht es hier weiter. Also hier auf diesem zweigleisigen, ehemals zweigleisigen Abstellgleis hier hinten, also hier an der Stelle stand auch längere Zeit mal eine abgestellte S-Bahn oder mehrere. Und diese beiden Abstellgleise sind hier hinten am Ende zusammengelaufen mit einer Weiche, mit Schwellenkreuz, bevor man dann den Bahnübergang an der Königsdorfer Straße passiert hat, der sich nämlich genau hier befindet. Man sieht hier auch noch die Gleise drin, die Schienen. Und hier auch wieder dieses hellgraue Stück, gab es bis vor kurzem noch eine Weiche, die dieses zweite Gleis hier hat reinlaufen lassen. Eine Oberleitung ist vorhanden bis zu diesem Prellbock und dann nicht mehr. Auch keine Masten. Sieht man hier auch, da ist der Abspannmast. Genau. Da haben wir das Umspannwerk, heutiges Umspannwerk in Wolfratshausen mit dem Anfang des ehemaligen Lokschuppens und dem ehemaligen Wasserturm. Auch das werde ich euch nachher noch zeigen. Das ist dieses Gebäude, ehemaliger Lokschuppen und ehemaliger Wasserturm und heutiges Umspannwerk. Da gab es einen Gleisanschluss hier auf der Seite. Das hier war das Bahnbetriebswerk in Wolfratshausen. Und es gab auch ein ehemaliges Gleisdreieck als Brückenschlag zwischen diesem Gleis und diesem Gleis. Das Gleisdreieck hat hier begonnen, quasi hier ungefähr auf der Höhe, ist dann hier einmal rübergelaufen. Ja, man sieht es hier genau. Also hier ungefähr hat es begonnen, ist hier rübergelaufen und dann in diesem Bogen, man sieht es hier sehr schön, in diesem Bogen hier eingeschert, hier ins Bahnbetriebswerk, in dieses Weichenfeld rein und dann hier raus. Auch dazu kann ich euch gleich noch eine Skizze hier zeigen. Da müssen wir allerdings mal schauen. Ah ja, hier haben wir es genau. Das ist vom Pullacher Geschichtsforum auch eine sehr interessante Seite. Man würde erstmal nicht denken, dass man da Dinge aus Wolfratshausen findet, aber in dem Fall tatsächlich gibt es da einiges. Einmal oben sieht man die Anschlussbahn, das Anschlussbahnsystem in Geretsried und unten in Wolfratshausen die Isartalbahn. Genau, und zwar konzentrieren wir uns mal auf Abbildung A, beziehungsweise hier alles, was ab A beginnt. Und da sehen wir, hier A ist, ich zeige euch das mal, also am Standort A befinden wir uns an diesem Standort hier. Und wir schauen jetzt quasi Richtung Bahnhof Wolfratshausen hier oben, wenn ihr euch erinnert, und Bahnbetriebswerk hier. So, also wir schauen Richtung Bahnhof Wolfratshausen, wo zwischen der Bahnhof Frühlingsgarten liegt. Das ist dieser Bahnsteig, der sich hier befunden hat. Ja, und auf dem Radweg, heutigen Radweg, befand sich das zweite Gleis, also ein Gleis links, ein Gleis rechts vom Bahnsteig.
sieht man hier auch sehr schön, Gleis 1 und 2. Zusätzlich gab es ein Hauptgleis, das Hauptgleis 3, das sich dann auf der Seite nochmal befunden hat, also hier auf dieser Seite. Ja, zusätzliches Gleis. Wahrscheinlich hat es dann gleich hier in einer Bogenweiche, also eingeschert auf dieses durchgehende Hauptgleis. Ist aber jetzt nur eine Vermutung. Genau, und dann noch ein viertes Nebengleis als Abstellgleis. Genau, eine Nutzlänge des Bahnsteigs von immerhin 220 Meter, das ist richtig, richtig viel für eine solch, ja, erstmal in Anführungszeichen heutig unbedeutende Nebenstrecke oder Anschlussstrecke. Aber damals als Rüstungsstrecke war es extrem wichtig, dass man da dementsprechende Nutzlängen zur Verfügung stellt. Und man hatte hier sogar noch vor dem Bahnübergang an der Sauerlacher Straße einen kleinen Bahnsteig-Frühlingsgarten mit 120 Meter Nutzlänge, der sich dann hier befunden hat. Denn das ist der Bahnübergang an der Sauerlacher Straße und hier hätte sich dann dieser zusätzliche Bahnsteig befunden. Genau, soweit so gut. Dann scheren die beiden Gleise oder dieses eine Gleis in einer ehemaligen Doppelkreuzungsweiche auf dieses also auf die Strecke, auf die Isartalbahn ein. Gut, diese Zweigleisigkeit gab es ja bis vor kurzem, wie gesagt, weil dieses Gleis ja hier noch ein Nachbargleis hatte. Und dann gab es hier wohl eine Doppelkreuzungsweiche und noch mal eine einfache Weiche. Das sieht man ja hier recht schön. Genau. Und dann hatte man hier dieses Anschlussgleis zum Baywer Lagergebäude, das sich dann ungefähr dort befunden hat, wo heute dieser Dönerimbiss steht. Genau. Oder eben auch dieses orthopädische Zentrum irgendwo dazwischen. Genau. Dazu gibt es in diesem Buch der Isartalbahn auch noch ein Bild. Ja, man sieht hier auch nochmal ganz schön genau das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Also man hatte hier ein Gleis komplett ganz rüber. Hier dazwischen der Lagerplatz, den es heute noch gibt. Dann nochmal ein Abstellgleis in die andere Richtung. Dann dieses letzte Gleis hier, was heute noch vorhanden ist für den Holzabtransport, ist nur noch das hier. Das gibt es nicht mehr, das gibt es nicht mehr, die beiden gibt es nicht mehr. Dann haben wir dieses hier an der Laderampe nicht mehr. Wir haben auch dieses Gleis nicht mehr. Beziehungsweise doch, das haben wir noch. Das haben wir noch. Genau, allerdings diesen Stummel hier nicht mehr. Und hier auch am Güterschuppen das nicht mehr. Ja, also ihr seht, einiges wegrationalisiert. Das war hier mal ein richtig großer Bahnhof. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt. Hier haben wir den Bahnübergang an der Königsdorfer Straße, den ich euch ja schon gezeigt habe. Der ist hier unten. Und jetzt ist es so, ungefähr an dieser Stelle hat sich ein Postenhäuschen befunden. Und dieses Postenhäuschen ist hier auch eingezeichnet. Das war der Posten 11, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch sehe. Ja, genau, 11. Und dann gab es hier ja schon diese Straße, die es heute immer noch gibt, mit dem Bahnübergang an der Schießstedtstraße und der Bahnübergang an der Königsdorfer Straße. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben den Bahnübergang. Eigentlich könnte ich das Ganze auch mal drehen, dann haben wir eine ähnliche Perspektive. Wir haben den Bahnübergang Königsdorfer Straße, wir haben den Bahnübergang Schießstedtstraße und die dazwischen gelegene Königsdorfer Straße. Das Ganze nochmal hier verdeutlicht. Und hier gab es einen weiteren Bahnübergang, denn wir hatten ja hier eine Querverbindung zum BW, also ein wirkliches Gleisdreieck. Es gab hier eben eine Querverbindung, die sich dann hier so rüber erstreckt hat. Hier gab es einen Bahnübergang. Und dann haben wir hier diesen deutlichen Bogen ins BW rein. Denn hier ist der Lokschuppen gewesen, ein dreiständiger Lokschuppen mit einem Wasserturm, der heute noch steht. Allerdings wurde eins der Tore zugemauert, muss man sagen, und auch sonst das Gebäude leicht verändert. Und das ist eben das, was man hier schön sieht, diese drei Gleise in den Lokschuppen rein, dann noch zwei Gleise zusätzlich, eine Doppelkreuzungsweiche, ein extra Stellwerk für diesen Bereich. Ja, also man muss sagen, einmal ein Stellwerk am Empfangsgebäude in Wolfratshausen, das es heute nicht mehr gibt. Das Stellwerk in Wolfratshausen ist heute im Empfangsgebäude untergebracht. Dann zusätzlich ein Stellwerk hier am Lokschuppen für das BW. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 4 Hauptgleise und zwei durchgehende Hauptgleise sowie
nochmal ein Hauptgleis hier auf der Seite. Also, ja, unglaublich aus heutiger Sicht. Also einen eigenen Güterbahnhof, Wolfratshausen Süd, also da muss man sich erstmal, ja, muss man erstmal sacken lassen, wenn man heute diese paar Gleise noch sieht im normalen Bahnhof. Und auch die Nutzlängen sind wirklich beachtlich, dadurch, dass diese Strecke Wolfratshausen-Bichl als Notumleitroute für Rüstungstransporte geplant war, dass wenn man nicht von Wolfratshausen nach München fahren konnte, dann hätte man immer noch über Bichl umleiten können. Ja? Angenommen, die Strecke Wolfratshausen, München wäre bombardiert worden und man hätte dann nicht mehr fahren können, dann hätte man immerhin die Rüstungszüge noch über die Kochelseebahn, über Bichl auch ausweichen können. Und dadurch war es natürlich wichtig, dass man die Strecke mit einer Streckenklasse ausstattet, die dementsprechende Lasten tragen kann. Das werdet ihr nachher auch noch sehen auf den Bildern. Es gibt vielfach noch verbaute Stahlschwellen, und zwar nicht nur Stahlschwellen, sondern sogar Doppelstahlschwellen, die wirklich nur auf solchen militärisch relevanten Strecken verbaut wurden, weil sie extreme Lasten aushalten. Und eben dazu passend eine Nutzlänge von 430 Metern Güterzug, das ist schon enorm. So, ein weiteres Befehlsstellwerk, WS Wolfratshausen Süd und Wolfratshausen Nord. Also wir haben hier nochmal ein weiteres Stellwerk nur für diese Weichen und Signale. Ja, also man sieht, es ist wirklich wahnsinnig viel Betrieb in Wolfratshausen gewesen. Man sieht also, der Güterbahnhof hat sich hier auf der kompletten Länge erstreckt. Ja, und ja, das war Wolfratshausen, genau. Jetzt gehen wir mal eine Betriebsstelle weiter nach Degerndorf. Hier in Degerndorf, also vielleicht mache ich es auch einfach so, ich zeige euch jetzt gleich nochmal die Bilder in Wolfratshausen, dass wir das gleich mal alles in einem gemacht haben. Genau, ich war ja selber auch an der Strecke unterwegs und da möchte ich euch jetzt noch ein paar Fotos zeigen. So, und zwar fangen wir mal an ja, des Gleisendes in Wolfratshausen. Ich zeige euch das nochmal kurz. Und zwar sind wir jetzt ungefähr hier als Fotostandort und hier haben wir den Prellbock und den Bahnübergang an der Königsdorfer Straße. Und jetzt ist quasi der Blick Richtung diesem Verbrauchermarkt gerichtet. Und dann sieht man eben hier, oder hat man 2011 wurden die Bilder aufgenommen, beziehungsweise 2010 hat man den Blick so gesehen. Ein Warnzeichen, dann einmal das EL6 als Zeichen, dass die Oberleitung gleich endet. Und ja, Kilometer 26,8. Dann nochmal das Zeichen, ja, in Nahaufnahme. Dann, das waren eben beide Gleise, beide Abstellgleise. Hier vorne sieht man das medizinische Zentrum, ehemaliges BayWa Lagergebäude, also da stand das ehemalige BayWa Lagergebäude, orthopädisches Zentrum, genau. Und hier eben das ehemalige zweite Gleis, was damals noch lag. Auf dem Foto noch erkennbar, hier ganz eindeutig. Und auch noch die Oberleitung und die Oberleitungsmasten, die hat man mittlerweile auch abgebaut. Genau, dann haben wir hier eine Wärterhaltscheibe liegen gehabt. Es gab einen Fernsprecher, der genau an dieser zusammenlaufen, also dieser Weiche lag, stand. Also hier war diese Weiche, wo die Gleise wieder zusammengelaufen sind und hier der Fernsprecher, den sieht man heute noch. Also der steht da auch noch. Genau. Ja, das waren Zeiten, als es noch die Supermarktkette Tengelmann gab. Ja, genau. Hier der Fernsprecher nochmal von Telefunken. Ein standardmäßiger Signalfernsprecher oder Fernsprecher. Hier die ehemalige Weiche. Das Schwellenkreuz, das dieses Gleis abgeschlossen hat. Und man muss sich vorstellen, hier links im Bild wäre der Bahnübergang Königsdorfer Straße. Dann vor diesem Bahnübergang eine Schneepflugtafel. Hier dann der Bahnübergang Königsdorfer Straße mit dem Verbrauchermarkt. Die Abspannmasten, Turmmasten, das Schwellenkreuz nochmal. Und hier der Blick vor Richtung Bahnhof Wolfratshausen und hier das eindeutig abzweigende zweite Gleis. Und hier ungefähr vorne auf der Höhe war die Weiche, wo eben die Anschlussbahn Richtung Geretsried nochmal abzweigt.
Dann haben wir noch die Gewichte von den von der Oberleitung, die Spanngewichte. Man sieht hier ganz schön die typische Bahnleuchte, die noch vorhanden ist auf der einen Seite des Bahnübergangs. Und ungefähr hier stand das Postenhäuschen, denn hier haben wir ja den Lokschuppen und den Wasserturm auf der anderen Seite, der nur zu dieser Seite die Hallentore hatte oder hat immer noch. Genau, aber das seht ihr auch gleich nochmal. So, hier diese, diese Spurrillen für den Bahnübergang und hier auf der anderen Seite, also hier geht es Richtung Süden, hier auf der anderen Seite nochmal einen Kasten für die Umlenkrollen, weil der Bahnübergang ja mechanisch betrieben wurde. Der ist auch noch vorhanden. Und der führt hier einmal durch. Dann haben wir hier auch noch unter dem Bahnübergang durch einen ehemaligen Drahtseilzug mit Umlenkrolle. Hier das Ganze von der anderen Seite. Man sieht hier eindeutig die Weiche. Man sieht also das Hebegewicht. Man sieht das Schwellenkreuz. Man sieht hier auch den Fernsprecher. Und hier eben die Königsdorfer Straße. Und hier wäre der Posten gestanden oder ist der Posten gestanden. Sieht man auch hervorragend immer noch, weil hier ein Sockelfundament ist. Und dieses Sockelfundament hat das Häuschen getragen. Das Wärterhäuschen. Also hier, genau hier, stand dieses kleine Häuschen, das man auch noch sehen kann. Und zwar in diesem... in diesem Forum, soweit ich jetzt weiß. Schauen wir mal. Also ganz genau, ganz kurz nochmal ein Bild von dem Lokschuppen an sich. So sah das aus. Einmal der Wasserturm, dann der Lokschuppen. Diesen Aufbau gibt es leider heute nicht mehr. Die ganzen Schornsteine auch nicht mehr. Dieses mittlere Hallentor gibt es leider auch nicht mehr. Das wurde zugemauert. So sah es ursprünglich aus. Und man sieht hier ja auch die Gleise dementsprechend. Genau. Blick Richtung Norden, Bahnhof Wolfratshausen wäre dann hier vorne. Dann schauen wir mal, ob wir das finden, was ich eigentlich gesucht habe. Ach ja, hier hat man noch meinen Fahrplan. Na gut. Jetzt mal kurz gucken, ob ich das jetzt auf Anhieb finde. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Vor der Verstaatlichung. Das ist hier ein bisschen... In dem Geschichtsforum muss man ein bisschen suchen, weil es da ja auch hauptsächlich um Pullach geht. Pullach ist ein Vorort von München, der auch mal von der Isartalbahn angefahren wurde. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Ja, nee, da war es jetzt nicht dabei. Eisenbahn, schauen wir mal hier rein. Ach ja, hier war es, genau. Genau, der Bau der Isartalbahn, da haben wir jetzt nichts Besonderes. Gut, hier haben wir einmal den Bahnhof Beuerberg in der ganz ursprünglichen Fassung, das ist aber schon arg lang her. Hier nochmal interessant, eine Karte von damals, aber das ist jetzt auch nicht wirklich das, was ich gesucht habe. Ein Fahrplan, okay. Ah ja, hier sieht man ja zum Beispiel mal, finde ich immer ganz interessant, wenn man mal so guckt, zum Beispiel, von wann ist denn der? 1927, wenn ich jetzt mal schaue, von, so wie ich das sehe, Boxberg war ein Bedarfshalt, von 6.24 Uhr, ich habe also, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, 6 Minuten gebraucht von Bad Heilbrunn nach Boxberg, okay. Interessant, ja gut. Schauen wir mal ein Stück weiter. Die Teilstilllegungen. Da war es auch nicht dabei. Ja, schade ist, es gab hier Fotos, die wurden anscheinend leider rausgenommen. Da hat man noch einige interessante Sachen drauf gesehen. Ich habe die leider nicht gespeichert. Von dem her kann ich euch die heute auch nicht zeigen. Ist jetzt aber, ist halt jetzt leider so... Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ach so, genau. Machen wir mit den Fotos weiter. Ja, also hier stand dieses Postenhäuschen. Hier haben wir noch die typische Bahnleuchte und hier eben dann einen separaten Fußgängerüberweg über den Bahnübergang. So, jetzt genau, schauen wir mal, dass wir den Rest aus Wolfratshausen noch sehen. Ich habe das nämlich hier nicht ganz chronologisch geordnet. Das waren, wie gesagt, meine Fototouren an der Strecke.
Jetzt sind wir mal wieder hier. Genau, das ist auch wieder in Wolfratshausen. Das ist nämlich der Bahnsteig des ehemaligen Bahnhofs Frühlingsgarten. Man sieht, fängt hier an. Also das Gleis geht hier in Richtung Wolfratshausen und hier in Richtung Geretsried und erstreckt sich bis hinter diese Kurve da. Also eine Nutzlänge von 220 Metern. Und auf der linken Seite des Bahnsteigs gab es eben früher auch noch ein Gleis, auf der rechten Seite noch zwei. Genau. Hier haben wir jetzt den besagten Abzweig nach links auf diese Anschlussbahn. Wir haben hier dieses eine S-Bahn-Abstellgleis, das es bis heute gibt, das bis hier vorne zum Prellbock geht, wo der Bahnübergang an der Königsdorfer Straße ist. Und dieses linke Abstellgleis, das es heute nicht mehr gibt und die Oberleitungsmasten auch nicht mehr, das dann vorne wieder auf das andere Gleis eingeschert ist. Und hier sieht man noch im Ansatz den Wasserturm des Lokschuppens. Genau, dann hier das Hebelgewicht dieser Weiche. Wir schauen jetzt Richtung Bahnhof Wolfratshausen. Und hier gab es damals eben noch diese zwei Weichen, die heute leider nicht mehr vorhanden sind. Und hier haben wir dieses Gebäude, wo damals eben der Lagerschuppen, das Lagerhaus dabei war, stand. Genau, Blick nochmal nach vorne gerichtet auf den Bahnhof. Dann haben wir hier damals noch die Laderampe gehabt. Sah so aus, in der anderen Richtung so. Und das Bahnhofs- oder Empfangsgebäude. Hier unten ist heute der Fahrdienstleiter beheimatet. Diesen Parkplatz gibt es heute in der Form auch nicht mehr. Eine Leuchte noch. Und dieses Gleiswagenhäuschen gibt es leider auch nicht mehr. Dieses Lademaß auch nicht mehr. Man sieht hier auch noch schön, eben zum Zeitpunkt des Fotos, also circa 2010, gab es hier noch zum Beispiel einen Streckenstein, Kilometer 26,2. Es gab hier ein Anschlussgleis mit einer Weiche noch. Es gab, also man sieht hier einmal einen Prellbock. Es gab hier noch ein weiteres Gleis, das noch vorhanden war und dieses ursprüngliche, was heute immer ja noch vorhanden ist. Und dann gab es früher noch eine Weiche hier rüber, über diesen Ladeplatz, quasi an diesem Ladeplatz vorbei und nach ganz rechts rüber, das dann nochmal ein Pendant hatte auf der anderen Seite. Genau. Ja, und die Gleiswaage nochmal von innen. Augsburger Wagenfabrik Ludwig Pfister, Nummer 8758. Ja, sehr interessant. Der Charme von vorgestern kommt auf jeden Fall rüber. Und ein umfunktionierter Fernsprechkasten, zumindest anders angestrichen. Ja, hier haben wir das nochmal, dieses Gleis mit dem Kesselwagen, wo heute immer noch eine Holzverladung stattfindet, aber eben nur noch auf diesem einen Gleis. Zur Erinnerung, das ist dieses eine einzige verbliebene Gleis. Man sieht ja hier noch die Schotterbetten von allen anderen. Genau. Dann haben wir nochmal das Gleiswagenhäuschen. Hier haben wir nochmal das Schwellenkreuz, wo wir ja vorhin schon waren, mit dem Bahnübergang Königsdorfer Straße. Hier stand das Postenhäuschen und hier der Lokschuppen mit Wasserturm. Genau. Dann soll es das aus Wolfratshausen erstmal gewesen sein. Sei denn. Nein, hier haben wir noch ein Stück Wolfratshausen. Genau. Ja, jetzt begeben wir uns mal von dem Bahnübergang Richtung Süden. Also hier haben wir wieder Bahnübergang Königsdorfer Straße. Man sieht sogar recht gut noch die Haltelinie. Liegt einfach daran, dass dieses Stück vom Bahnübergang Königsdorfer Straße bis einschließlich diesem Schrottplatz und noch ein Stück drüber hinaus, also ungefähr bis hierher, bis in die 90er Jahre noch verwendet wurde für diesen Schrottplatz als Abtransport. Und daher dieser Bahnübergang auch noch in Betrieb war. Ja, also deshalb gibt es auf diesem Streckenabschnitt noch ein Stück Gleis bis hierher und im Weiteren auch noch einen recht guten Bahndamm mit einigen Relikten. Und diese war natürlich 2010 nochmal um ein Vielfaches besser erkennbar als 13 Jahre später, nämlich heute. Deswegen zeige ich euch die Fotos jetzt auch nochmal von damals, weil man da einfach noch sehr viel mehr erkennt. Genau, also zur Rechten hier wäre das Postenhäuschen gewesen und hier haben wir einmal die noch erhaltene Peitschenleuchte, die aber nicht mehr in Betrieb ist, und dann hier ein, ja, ein Relikt einer alten.
Genau. So, dann jetzt quasi hier auf der linken Seite haben wir da rechts ja diesen Umlenkrollenkasten gehabt, den ihr ja schon gesehen habt. Und dann haben wir hier noch eine Fortsetzung unter dem Laub versteckt. Hier gingen die Drähte rüber, Drahtseilzugleitungen rüber und wurden noch einmal umgelenkt unter der Straße durch und dann zum Postenhäuschen mit den Schrankenkurbeln. Genau, hier haben wir, also hier, ihr müsst halt immer ein bisschen switchen. Hier haben wir wieder das Fundament, Postenhäuschen. Hier kommen die Drahtseilzüge für diese Seite von Schranken raus, gehen hier rüber, drunter, durch, dann nochmal links rüber geleitet und dann zum Postenhäuschen. So denke ich mir das zumindest. Auf der anderen Seite hätte natürlich auch hier noch einmal eine Leitung rübergehen können. Habe ich allerdings nichts gesehen, dass da irgendwas gewesen wäre. Ja, hier haben wir links von diesem Fußweg, muss ich euch nochmal kurz zeigen, hier führt ja noch ein Fußweg entlang. Und hier, dieses Areal ist eingezäunt oder eingefriedet mit diesen ehemaligen Bahnschwellen. Dann haben wir da natürlich das Schotterbett. Ach ja, genau, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen switchen. Und zwar gehen wir jetzt mal von hier vorne los. Genau. Also wir sind jetzt hier an diesem Umspannwerk, direkt hier auf dem Fußweg und schauen Richtung Lokschuppen. Sieht dann so aus. Dann gehen wir ein Stück weiter. Wir schauen wieder hier nach vorne Richtung Schwellenkreuz, Richtung Bahnhof. Und hier zur Rechten haben wir das Umspannwerk und man sieht hier recht schön diese Doppelstahlschwellen, die eben für den Militärtransport vorgesehen waren. Ja, hier nochmal der Blick vor. Man sieht auch damals zumindest war es hier noch recht, ja, unkrautfrei, sage ich mal. Also man hatte hier noch einen sehr guten Überblick, auch auf der anderen Seite Richtung Gleisende, wo dieser Prellbock war. Genau. Ich vermute, dass, weil dieser Schrottplatz, den ich euch gezeigt habe, der liegt noch ein Vielfaches weiter hinten, dass dieser Prellbock da trotzdem gesetzt wurde, aus dem Grund, dass man dann zum Schluss über diesen Prellbock, der ja eben hier ist, S-Bahnen noch hat umsetzen können. Das würde nämlich insofern Sinn machen, als dass hier eine zumindest einteilige S-Bahn noch reingehen würde, über den Bahnübergang hinaus und dann hier umsetzen könnte. Das ist meine Vermutung, warum der Prellbock an der Stelle noch seinen Platz hatte und die Gleise eben hier aufhören und nicht wie in den 90ern bis in die 90er verwendet, noch hier, beziehungsweise hier vorne, weil der Schrottplatz ja noch bedient wurde. Also das sind jetzt reine Theorien, aber es würde auf jeden Fall Sinn machen. Genau, nochmal die Stahl-Doppelschwellen, dann der Blick wieder zum Wasserturm. Man sieht auch, der Bahndamm ist deutlich höher als der Fußweg. Hier dann der Prellbock. Der Blick vom Prellbock nach vorne. Also das wäre die Nutzlänge für eine S-Bahn. Der Prellbock in der frontalen. Dann haben wir hier kurz unmittelbar hinter dem Prellbock den Gleisabschluss. Wir haben hier hinten erkennen wir schon eine Wand, da kommen wir gleich hin. Das ist nämlich die Grenze zum Schrottplatz gewesen. Den Prellbock nochmal von hinten und man sieht hier dann auch den Lokschuppen. Ich korrigiere mich mal, ich glaube, soweit ich jetzt weiß, sind nur die Fenster oben zugemauert worden und dieses Tor, das mittlere, wurde einfach nur anders, ja, anders geschlossen quasi. Dann gehen wir ein Stück weiter, also hier haben wir wieder Bahndamm. Wir haben hier noch einen Hektometerstein liegen gehabt, Kilometer 27,1. Dann geht der Bahndamm hier links weiter, hier rechts der Fußweg. Hier haben wir diese berühmt-berüchtigten Schienenstücke, die zur Stabilisation in Betonklötzen einbetoniert in den Bahndamm reingebaut wurden oder eingelassen wurden, einfach nur zur Stabilisation des Bahndamms gegen Wegrutschen. Hier dann nochmal der Bahndamm. Hier dann schon deutlich mehr verwachsen, da das Gleis da ja einfach schon länger nicht mehr benutzt wurde. Und man sieht hier vorne schon im Ansatz die Wand zum Schrottplatz. Dann nochmal der Blick etwas unscharf natürlich vor zum Prellbock, wie viel Strecke wir jetzt zum Prellbock schon zurückgelegt haben. Dann nochmal solche einbetonierten Schienenstücke, wieder der Bahndamm und ein neuer Streckenstein, nämlich 27,2. Diese Hektometersteine standen ja im 100 Meter Abstand, nicht wie die Hektometertafeln im 200 Meter Abstand. Dann geht es hier jetzt, wo der Radweg eine Kurve macht, den
Das sieht man heute noch hier, diese krasse Kurve. Da geht der Blick jetzt noch ein Stück weiter und ungefähr genau hier, wo man diese Unterteilung, Grenze sieht, ist dieses Tor zum Schrottplatz oder diese Wand zum Schrottplatz, die man dann irgendwann dort eingezogen hat. Genau, gehen wir ein Stück weiter. Hier liegt noch ein Brocken, was auch immer rum. Dann geht es hier jetzt verwunderlicherweise wieder weniger bewachsen weiter Richtung Schrottplatz. Noch ein Stück weiter. Kilometer 27,3 ist erreicht, ein neuer Streckenstein. Dann haben wir hier diese Mauer, die oben auch nochmal mit extra Gitter und sogar, man sieht es hier, mit Stacheldraht ausgerüstet war. Genau, nochmal der Schotter und die Bahnschwellen, die wir vorhin schon gesehen haben. Genau, die Umlenkrollen, da waren wir vorhin. Wunderbar, dann haben wir den Bahnhof in Wolfratshausen als eine der interessantesten Betriebsstellen schon mal abgehakt. Gut, dann gehen wir mal weiter mit unseren Betriebsstellen Degerndorf und Bolzwang. Dazu muss ich jetzt mal kurz einen Bayernatlas öffnen. Hier kann man ja einstellen, wann man eine Karte, also in welchem Jahr man eine Karte sehen möchte. Ich gehe jetzt mal auf 1970, wäre ganz gut. Also vor der Stilllegung des Abschnitts Wolfratshausen-Degerndorf. Wolfratshausen-Beuerberg, Entschuldigung. Genau, und zwar sehen wir jetzt hier, es kommt die Isartalbahn aus Richtung Norden, ja, aus Richtung München, fährt hier in den Bahnhof rein, man sieht hier noch das ein oder andere Gleis eingezeichnet und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, hier dieses Gleis nochmal raus zu diesem Lagergebäude, Lagerhaus, sieht man hier, ja. Dann hier den Abzweig Richtung Geretsried und hier der ehemalige Bahnhof Gartenstadt. Ich weiß gar nicht, ob man den. Im Krieg, ja. Im Krieg ist auch lustig, da gab es die Bahnstrecke ja schon, die Anschlussbahn, dafür war die ja gedacht für die deutsche Sprengchemie zum Abtransport der Rüstungsgüter. Leider wurde die aber natürlich nicht eingezeichnet, weil man ja nicht wollte, dass der Feind irgendwas davon mitbekommt. Genau, ist sehr interessant, ja. 58 war sie dann auf einmal da. Oder 54. Genau, dann schauen wir mal nach 70 wieder. So, und zwar haben wir hier dieses Umformerwerk. Das war anscheinend damals auf dieser Seite, beziehungsweise man hat es einfach auf diese Seite geschrieben, so rum muss man das sagen. Hier der Lokschuppen, erkennt man damals schon. Die Königsdorfer Straße natürlich. Und natürlich auch hier die Schießstedtstraße. Man hat hier das Bahnbetriebswerk, was man gut erkennt. Dann läuft die Strecke hier raus, läuft dann hier in einem Bogen über die Loisach. Das ist, um euch das mal zu zeigen. Das ist da, wo die Strecke heute hier, also damals hat sie ja hier noch aufgehört in den 90ern. Dann ist sie hier ursprünglich weitergelaufen, hier in diesem Bogen, hier geradeaus weiter. Man kann es durchaus noch ein bisschen in der Wiese erkennen. Hier genau drüber, ja, über eine Brücke, die heute nicht mehr vorhanden ist. Und dann hier noch ein Stück weiter. Und hier in diesem Bogen und in diesem Bogen auf diesen Verlauf der Straße. Heute. Denn genau auf dieser Straße, auf diesem Straßenverlauf ist damals auch die Bahnstrecke verlaufen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Also über die Loisach, hier einmal eingeschert. Ein Relikt dessen ist heute dieser Weg hier, der heißt nämlich Bahnweg in Gelting. Der ist nämlich von hier über den Kanal rübergelaufen, nochmal über die Loisach und dann direkt auf die Bahnstrecke zu, die er hier dann eingeschert ist. Und an dieser Stelle war der Haltepunkt Degerndorf. Das sieht man in diesem Bild. Hier war der Haltepunkt Degerndorf, genau da, wo damals schon dieser Weg, dieser sogenannte Bahnweg, den man heute auch noch sehen kann, wo man heute auch noch eine Geschichtstafel findet, hier entlang gelaufen ist. Der ist direkt auf diesen Haltepunkt zugelaufen. Also direkt hier war der Haltepunkt. Genau. Leider, ich hatte damals mal Bilder gesehen zu diesem Haltepunkt und auch dem Haltepunkt Bolzwang, der jetzt dann gleich als nächstes kommt. Leider habe ich die nicht mehr gefunden. Die wurden anscheinend offline genommen. Ja, genau. Dann ist die Bahnstrecke hier weitergelaufen auf der Straße quasi auf der gleichen Höhe. Hier weiter. Damals gab es nur noch eine Landstraße, die es heute auch immer noch gibt. Das ist nämlich die hier oben. Das war die ursprüngliche Straße. Und das hier war der Verlauf der Bahnstrecke, den man sich dann später für diese Startstraße zunutze gemacht hat, weil die ja einfach sehr viel gerader verläuft, wie Bahnstrecken halt so sind. Ja, ist dann hier weitergelaufen und ungefähr hier war dann der Haltepunkt Bolzwang, den man dann auch hier noch super nachvollziehen kann.
heutiges Achmühle, ungefähr auf Höhe dieses Teichs, des Dorfteichs. Sieht man hier auch ganz schön, das ist der Dorfteich und ungefähr auf der Höhe war der Haltepunkt Bolzwang. Genau. Dann ging es weiter über die Straße, die dann wieder auf dem heutigen Verlauf entlang gelaufen ist. Also hier ungefähr weiter. Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Also hier ist die Bahnstrecke entlang gekommen, hier entlang, hier weiter. Und dann hier, wo diese Narbe wieder ist, nochmal weiter. Und dann hier, exakt hier an dieser Grundstücksgrenze entlang, sieht man ja heute wunderbar durch die Bäume bewachsen. Und hier weiter, wo man auch diese Narbe super erkennt, an einer Stützmauer entlang. Und diesen Abschnitt zeige ich euch jetzt gleich mal. Das ist nämlich hier. Also wir sehen, wir kommen aus Richtung München und schauen jetzt Richtung Süden an dieser Stelle hier, wo heute auch ein Radweg dann einschert. Da sieht es 2010 noch so aus. Wir schauen Richtung Süden. Hier ist diese Stützmauer, hier ist der Radweg, der einschert. So sieht die Stützmauer aus. Hier haben wir dann einen Streckenstein 316. Der steht ungefähr hier. Auch von der anderen Seite. Dann haben wir hier den Radweg. Wir schauen jetzt Richtung Norden. Wir haben hier die Stützmauer deutlich erkennbar. Dann haben wir hier immer mal wieder Brocken, die hier rumliegen. Also eindeutig eine Art Beton, also aus der damaligen Zeit. Dann hier eine Brücke. Und da hinten, also wieder Blick Richtung Süden, eine weitere Brücke. Das ist einmal die erste Brücke hier. Und die zwei, Entschuldigung, hier sieht man ja sogar noch hier im Luftbild einmal diese Brücke. Und einmal diese Brücke. Genau, da haben wir jetzt eben die erste Brücke. Die sieht dann so aus von der Seite. Und das ist die Straßenbrücke, die an der gleichen Stelle zu finden ist. Also die erste Brücke hier, dann die Straßenbrücke hier. Die ist aus dem gleichen Beton, also aus der gleichen Zeit, ja. Man sieht jetzt hier, wenn man die Eisenbahnbrücke runterschaut, auch so ein paar Brocken eben hier rumliegen. Man sieht auch hier hinten zum Beispiel, das ist auch noch einer. Dann geht es weiter Richtung Süden eben zur zweiten Brücke. Auch hier wieder ab und an mal ein Brocken, der sich da zeigt. Hier ist die zweite Brücke. Nein, das ist die erste Brücke, Entschuldigung. Erste Brücke. Blick Richtung Norden wieder und die Stützmauer. Genau. Stützmauer. Und die jetzt zweite Brücke, den Durchlass, genau. Und hier der Radweg, der drüber führt in Richtung Süden. Interessant ist auch, dass hier aus einem offensichtlichen Beton oder innen offensichtlichen Beton extra noch aufwendig eine Steinstruktur eingearbeitet wurde. Sehr interessant, sieht man hier oben auch noch. So. Genau, dann sind wir jetzt ein Stück nochmal zurückgesprungen, das habe ich vorhin vergessen. Also von hier wo wir gerade waren, nach hier. Hier ist nämlich ein Holzlagerplatz und wir erinnern uns, die Strecke ist ja hier vorbeigelaufen und dieser Holzlagerplatz heute sah 2010 so aus. Da lagen nämlich, also die Strecke ist hier hinten verlaufen, sieht man recht gut da vorne. Hier wieder Blick Richtung Norden. Dann lagen hier einfach ehemalige Schienen rum und ein Streckenstein. Die Schienen ganz grob abgeflext und ein Streckenstein, Kilometer 40, 2. Genau, das waren die Bilder dazu. Dann haben wir die auch gesehen. Genau. Okay. Genau, dann geht es nämlich ein Stück weiter südlich dann weiter. Jawohl. Gut, genau, dann gehen wir mal weiter. Das gleiche sieht man natürlich hier auch wieder, Isartalbahn online. Da war der Weg damals noch kein wirklich befestigter Radweg, sondern nur so ein Schotterweg im Wald. Und man sieht auch damals schon, lagen diese Brocken noch rum, die man dann irgendwann weg vom Weg einfach in den Wald geschmissen hat. Weil dieser Kilometerstein 316, den habe ich euch ja gerade gezeigt, da führt eben heute der Radweg vorbei. Genau, da sieht man ihn auch nochmal. Und hier die Brücke, die ich euch gerade gezeigt habe. So, jetzt sind wir in Eurasburg gelandet. Der nächste Halt. Es geht also ein Stück weiter. Hier aus dem Wald raus. Wieder genau auf dem heutigen Radweg entlang. Auf
dem heutigen Radweg entlang, weiter, weiter, weiter. Und hier dann, da wo die Grasnarbe ist, immer geradeaus weiter, hier wieder weiter, über den heutigen Tennisplatz drüber und dann auf genau die gleiche Linie wie die Straße heute. Und dann hat sich der Bahnhof an dieser Stelle befunden. Und dieses Gebäude hier, ein ehemaliges, ich sag jetzt mal, eine Art Meierei, also ein Milchlagerhaus, sowas könnte es gewesen sein, gibt es heute immer noch, steht aber kurz vorm Abriss. Und hier ungefähr hat sich das Empfangsgebäude befunden und hier dann das Gleisvorfeld. Das kann ich euch auch nochmal schnell zeigen. Also einmal das Empfangsgebäude sehr, sehr, sehr früh. Ja, in dem typischen Baustil. Dann haben wir hier nochmal die Ansicht aus einem Schienenbus heraus Richtung Norden, Richtung Wolfratshausen. Wir sehen eben hier dieses, das ist dieses Lagerhaus, so sieht es aus. Sieht man hier auch ganz gut und direkt unmittelbar davor dann das Empfangsgebäude des Bahnhofs. Das heißt, ungefähr hier das Empfangsgebäude und hier die Gleise. Genau, da ist es nochmal. Und hier haben wir dann noch ein paar andere Bilder, denn in dem Bahnhof wurden mal die Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma gedreht und da haben wir hier ein paar Bilder der Dreharbeiten. Auch wieder schön erkennbar, war jetzt hier dieses Haus eben und hier dann rechts das Empfangsgebäude. Ja, diese Bilder hier zeigen auch nochmal das Empfangsgebäude und dieses gelbe Haus eben hier rechts dahinter. Hier stand noch ein Güterschuppen und hier haben wir wirklich eine Nebenbahnromantik mit einem Schienenbus. Blickrichtung ist natürlich Süden. Hier auch wieder dieses Haus dahinter, Bahnhofsgebäude, Blick Richtung Süden. Da war die Welt noch in Ordnung. So, hier der Güterschuppen, genau. Okay. Das war jetzt mal Eurasburg. Genau, das können wir hier auch nochmal nachvollziehen. Also die Strecke ging hier weiter. Dann haben wir Eurasburg erreicht, eine Haltestelle, ein Haltepunkt anscheinend örtlich mit einer Abzweigstelle verbunden, in dem Fall die Fabrik, die hier nochmal angeschlossen war. Genau. So, dann ging die Strecke, der Streckenverlauf weiter. Zeige ich euch hier nochmal. Also wir befinden uns noch ungefähr auf der Straße, auf der heutigen. Dann geht es hier, da wo der Radweg entlang führt, weiter in einem konstanten Anstieg, ein bisschen über Straßenniveau. Und dann, da wo heute der ehemalige Bahndamm durchbrochen wurde durch diese Straße, war eben früher dieser Bahndamm auf einer sehr viel höheren Lage als die Straße heute, also hier unten, und ist dann hier einfach weiter durch den Wald gegangen. Diese Straße gab es damals, so wie ich das sehe, auch schon. Genau. Ja, dann ist die Strecke hier weiter angestiegen durch den Wald an Längenwies vorbei. Und in Längenwies hat man einen Bach gequert. Genau, einen Bach. Und das war genau auf dieser Höhe, wenn ich das jetzt richtig sehe. Nein. Da war ich ein bisschen zu weit. Das ist hier. Hier, wo dieser Bach durchfließt, ist ein Viadukt gewesen. Und dieses Viadukt zeige ich euch jetzt mal. Und zwar einmal, es ist hier auf der Seite schon mal dargestellt. Sah so aus. Ja, oder so. Das ist dann im weiteren Verlauf. Wobei, das sind doch. Ach, das sind die Brücken, die ich euch vorher gezeigt habe. Ja, genau. Das ist jetzt, also es geht jetzt um dieses große Viadukt hier, das eben in Längenwies steht. Zeige ich euch hier nochmal. Also wir waren jetzt hier an diesem Anstieg im Wald. Es geht hier weiter, es geht hier weiter. Das ist Längenwies. Hier haben wir den Bach, den Habichtgraben, der hier in die Loisach mündet. Und eben hier stand bis vor wirklich wenigen Monaten ein sehr, sehr schönes Viadukt, das man jetzt abgetragen hat und an dessen Stelle jetzt diese Brücke den Fahrradweg von hier nach dort führt, weil das heute ja ein Fahrradweg ist. Man hat an dieser Stelle einen sensationellen Alpenblick, den man auch heute noch hätte, wenn man die Ausflugsbahn Isartalbahn so gelassen hätte, wie sie eigentlich gewesen wäre. Aber ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Auf jeden Fall, diese neue Brücke ist da jetzt leider zu sehen. Und ich habe es Gott sei Dank nur auf Fotomaterial, wie es davor dort aussah. Und zwar schauen wir uns das gleich mal an. Hier geht's los. So sah eben die Brücke aus, habt ihr gerade schon mal gesehen. Also ein recht hohes Viadukt eigentlich. Dann haben wir hier mal den Bahndamm, den wir schon kommen sehen.
von dieser Straße aus. Wir schauen jetzt quasi Richtung Längenwies und Richtung Bahndamm. Also schon recht hoch. Ja, wir haben hier dieses Viadukt, dann läuft die Bahntrasse hier oben entlang. Genau, dann gehen wir gleich mal hier weiter. Dann führt die Bahntrasse hier weiter. Hier war ursprünglich früher mit Sicherheit auch mal ein Viadukt über diesen Weg, denn diesen Weg gab es ja früher schon nach Zwitzenlehn. Das ist ein alleinstehender Bauernhof hier oben und diesen Weg gab es mit Sicherheit schon. So, dann geht die Bahnstrecke in einem konstanten Anstieg durch den Wald weiter und quert dann hier und hier nochmal eine kleine Brücke über den Kirchgraben. Habe ich jetzt nicht als Foto. Nee, habe ich jetzt nicht als Foto. Muss ich mal schauen, ob man es hier sieht. Nein, da sieht man es auch nicht. Nein, da sieht man es auch nicht. Okay, jedenfalls nochmal zwei kleinere Viadukte, die hier im Wald sind. Man kommt nämlich hier von rechts, eben aus Richtung Eurasburg, in einem konstanten Anstieg durch den Wald hoch und kommt dann hier auf dieses Stück. Das ist eine lange Gerade, also in diesem Bogen hier. Man sieht eindeutig, es handelt sich um eine Bahnlinie, allein schon wegen dem Radius. Und dann kommt man auf diese lange Gerade hier, die straight auf Beuerberg zuführt. Genau. Und das ist eben an der Stelle hier dokumentiert. Und wir sehen jetzt hier schon im Ansatz einen weiteren Streckenstein, den hat man symbolisch als Denkmal da aufgestellt. Den sieht man gleich nochmal. Hier haben wir jetzt den Blick Richtung Beuerberg. Hier sieht man auch schon den Kirchturm von Beuerberg. Und das ist eben heute ein Radweg. Und hier dieser Streckenstein 36.1 einbetoniert oder eingepflastert. Hier der Blick wieder Richtung Eurasburg zurück und hier vorne fängt dann diese Rechtskurve an zu fallen. So, und hier nochmal etwas weiter Richtung Beuerberg, nochmal der Blick zurück nach Eurasburg und hier vorne rechts ist dann dieser Streckenstein. So, jetzt haben wir hier eine Kurve, die nach Beuerberg reinführt. Das ist diese hier. Die führt hier eben komplett rein und dann hier durch dieses heutige Gewerbegebiet, wo sich damals der Bahnhof befunden hat und eben hier dann der Wasserturm des Bahnhofs. Genau, so hier dann der Bahnhof. Das Ganze schauen wir uns gleich hier nochmal an. Hier haben wir einmal diesen Graben, wo wir eben drüber fahren, Kirchgraben. Dann geht es geradeaus weiter. Wir haben hier diese Kurve und dann haben wir hier die Haltestelle Beuerberg. Und 1970, wie man sieht, ist das Endstation, da geht es erstmal nicht weiter. Genau, da können wir hier auch gleich nochmal reinschauen. Also wir haben jetzt hier diese Kurve vor Beuerberg, sieht dann so aus. Dann haben wir hier ein Schild Bahndamm 1, Bleiplattelplatz. Das ist hier aufgestellt. Hier. Auch interessant. Dann. Ah, okay, das war es dazu schon. Okay. Dann schauen wir mal auf die Betriebsstellen. Also Beuerberg hatte auch ein Empfangsgebäude im ähnlichen Stil. Hier saß der Fahrdienstleiter, man hatte einen Mittelbahnsteig und man schaut jetzt hier Blick Richtung Süden. Beuerberg kann man auch noch in den Lausbubengeschichten, die man auch noch ja, als Video wirklich sich anschauen kann, sehen. Einigermaßen oft. Damals ist man 1900, in den 70ern ist man damals noch nur für den Film mit Dampfsonderzügen gefahren, weil dieser Film ja Anfang 1900 spielt und man sich in diese Zeit zurückversetzen wollte. Genau, das ist jetzt quasi, spielt sich alles hier ab. Und auf dem Gelände dieser Pizzeria ist heute immer noch ein Streckenstein vorhanden aus der damaligen Zeit. Ob der jetzt dahin versetzt wurde oder wirklich an dieser Stelle stand, kann ich leider nicht sagen. Ich könnte vermuten, dass er schon an dieser Stelle stand, weil das vom Bahnhof her eigentlich mit den Gleisen passen könnte. Genau, einmal hier jetzt eben mit Bubikopf, dem Bahnhof, dann hier nochmal eine etwas neuere Ansicht mit einem Schienenbus, denn zuletzt sind die Schienenbusse dann nur noch einteilig hingefahren. Man sieht, der Bahnhof absolut in Nebenbahnromantik, richtig, richtig schön. Hier sogar die Hühner, die am Bahnsteig rumlungern. Hier der Blick Richtung Wolfratshausen und hier rechts das Empfangsgebäude. Das Empfangsgebäude stand ungefähr hier zwischen diesem Haus und diesem Baum, also ungefähr hier, beziehungsweise vielleicht sogar etwas weiter nach rechts. Genau.
Wobei ich denke, allein schon wegen diesen Bäumen hier, dass es dazwischen stand. Weil die werden damals auch schon angefangen haben zu wachsen und dann heute immer noch dastehen. Genau, dann haben wir hier den Blick jetzt zum Wasserturm und nach links Richtung der Wiese. Blick Richtung geradeaus ist wieder Wolfratshausen. Das Foto ist ungefähr so entstanden. Muss ich gleich nochmal schauen. Genau, es ist ungefähr hier entstanden. Hier ist der Wasserturm und hier stand der Schienenbus. Und hier dahinter die große Wiese. Damals gab es hier auf der Seite natürlich noch keine Straße, wo heute eine ist. Also das ist alles nicht vorhanden. Man sieht hier aber schon ganz schön, dass der Damm abgestützt wurde und dass hier auch die Bahnstrecke weitergelaufen ist und hier auch eine Brücke war, die dann unbenutzt war 1971 oder 70. Und hier dann auch nochmal eine Befestigung, die unbenutzt war. Man sieht hier ganz genau, wo die Bahnstrecke langgelaufen ist. So, jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Genau, dann sieht man nämlich hier noch das Stück nach Bichl. Da gehen wir nämlich da direkt mal weiter. Also, die Bahnstrecke ist aus dem Bahnhof Beuerberg rausgelaufen. Und zwar genau hier, wo man diese Narbe erkennen kann, dann hier weitergelaufen. Hier sieht man auch noch eine deutliche Narbe. Ist hier einmal komplett über die Straße gelaufen. Und hier in diesem Einschnitt, wo heute auch der Radweg ist, hier ist ein deutlicher Einschnitt. Hier einmal durch. Dann in einem leichten Bogen hier runter. Und, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder verrutscht. Hier genau geradeaus weiter, so ist es genau. Hier, wo die Narbe ist, genau geradeaus weiter. Und genau hier am Rande von Bierbichl ist das. Genau hier am Rande weiter. Und hier über einen kleinen Graben. Jetzt muss ich gerade mal selber schauen. Über einen kleinen Graben hier nochmal weiter. Hier an diesem Waldstück entlang. Also hier so entlang, genau. Und dann hier in diesem leichten Bogen, man sieht es hier schon. Hier nochmal über ein Viadukt, das ist heute auch noch erhalten, aber sehr eingewachsen. Und dann hier exakt über die Straße und exakt auf diesem Radweg wieder weiter. So, dann schauen wir uns hier in dem Atlas nochmal an. Also hier in Bierbichl, einmal Bauerbach und Bachbauer und dann hier die heutige Siedlung Bierbichl. Die gab es damals noch nicht. Und an der Stelle ist nämlich diese Straße noch vorhanden. Sieht man nämlich super. Diese Straße hier mit diesem markanten Knick und diesem Knick war damals hier auch schon vorhanden. Und hier, kurz vor diesem Bacheinschnitt, gab es einen Anschluss von der, ja, von einer Art Feldbahn oder von, ich weiß es nicht, ob es eine Feldbahn war, ich schätze schon, Richtung Boschhof. Deswegen sind die Gleise auch bewusst kleiner dargestellt hier. Richtung Boschhof. Genau. Wo meines Wissens nach tatsächlich Herr Bosch geboren wurde. Aber führt es zu weit. Genau, jedenfalls dann hier die Bahnstrecke weiter über dieses Viadukt hier, über den Bach. Diese Straße gab es damals schon, die ist allerdings anders hier als Bahnübergang drüber gelaufen. Heute sieht man ja, läuft sie genau gerade drüber. Damals hat sie hier so einen leichten Knick gemacht. Und die Bahnstrecke hier ganz geradeaus weiter. Durch den Wald und nochmal weiter. Und was hier interessant ist, in diesem Waldstück findet man noch, wenn ihr die Isolatoren kennt, diese Keramikisolatoren an den Telegrafenmasten, da gibt es doch diese Metallbügel, auf denen diese Isolatoren aufliegen, draufgesteckt sind. Das sind solche Metallbügel, die so ein bisschen nach einer Art U-Form gebogen sind. Und genau die findet man in diesem Wald noch. Ist wirklich faszinierend. Also da liegen noch das ein oder andere Stück liegt da schon noch neben der Strecke. Genau, dann geht es hier eben weiter und dann in einer exakten Geraden immer, immer, immer weiter. Genau. Interessant ist aber tatsächlich. Interessant ist auf jeden Fall. Genau, das ist diese Gerade hier, der heutige Radweg. Ah, okay. Ja, interessant ist, das ist wirklich interessant. Das ist mir auch so noch nicht aufgefallen. Diese Straße hier, die es damals schon gab, ging aber damals deutlich näher an der Loisach entlang und dann in einem viel größeren Bogen hier über die Gleise. Und die Straße hier wurde begradigt und dieser Weg war ursprünglich der Weg, der durch die heutige Deponie Quarzbichl durchführt und dann hier über die Bahn gelaufen ist.
Das war der ursprüngliche Weg. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Okay. Man lernt immer noch was dazu. Ich finde es faszinierend. Genau, ab hier habe ich die Strecke, bin ich die Strecke auch wieder abgegangen. Also hier vorne natürlich auch. Da gibt es allerdings jetzt nichts Besonderes mehr zu sehen. Hier dann weiter und in diesem Waldstück sieht man auch noch, ja, den Bahndamm leicht angedeutet. Also hier geht es einmal durch, dann hier in einer Kurve. Man sieht es hier ganz schön. Hier weiter und dann sind wir hier am Brückenpfeiler in der Loisach. Also man merkt auf dem Abschnitt einfach, dass seit 1959 kein Zug mehr gefahren ist und das, oder sagen wir mal, seit 1960 aufgerundet und das sind halt mittlerweile schon, ja, 60 Jahre. Über 60 Jahre. Genau, da in diesem Abschnitt habe ich jetzt auch keine besonderen Fotos mehr, aber hier an dem Brückenpfeiler dann wieder. Wir schauen jetzt einfach noch mal in unseren Betriebsstellen hier weiter. Gut, Beuerberg, gut, kurzer Nachschub dazu. Das Empfangsgebäude von der anderen Seite aus gesehen, als es noch mit Fachwerk versehen war und noch nicht verputzt war. Also quasi von der Dorfseite aus gesehen. Und als die Gleise schon abgebaut waren, noch mal von der Gleisseite aus gesehen. Dann der Wasserturm alleinstehend, auch als die Gleise schon abgebaut waren. Und der Wasserturm gesehen, von der Seite, wo diese Wiese war. Also wir schauen Richtung Süden. Hier war diese Wiese und rechts, also auf der anderen Seite gegenüberliegend, hier haben wir das Dorf und da stand eben das Empfangsgebäude. Ja, genau von der anderen Seite. Genau, und dann noch ein Foto. Ja, hier haben wir noch einen Streckenstein, der damals noch stand, Richtung Süden. Genau. Okay, da war die Straße noch nicht gebaut. Okay. Ja, hier. Dieses, genau, das ist das Viadukt, das sich an der Stelle, ich zeige euch das nochmal kurz, das sich genau hier an dem Übergang befunden hat. Ja, wenn ihr euch erinnert, hier drüber, dieses kleine Viadukt, sieht so aus, habe ich leider so nicht mehr fotografieren können, weil es einfach schon sehr, sehr verwachsen war. Diese typische Bauweise der Viadukte an der Strecke. Dann haben wir hier an der Stelle Blickrichtung diesem Radweg folgend Richtung Süden, ist dieses Foto entstanden, bevor der Radweg dort gebaut wurde. Der Radweg ist betoniert und die Bäume gibt es auch nicht mehr. So sah das davor aus, es war ein einfacher Feldweg. Genau. So, dann gehen wir jetzt weiter. Und jetzt kommen wir zu diesem Viadukt hier, zu der Brücke über die Loisach. Brückenpfeiler Loisach, heute markiert als Sehenswürdigkeit. Der Blick ist auch hier wieder Richtung Süden gerichtet. Genau, wir fahren Richtung Bichl und das war eine ganz klassische Metallkonstruktion auf Betonpfeilern. Alle drei Pfeiler sind heute noch vorhanden. Ich zeige euch die gleich als Fotos. Hier sieht man sie auch noch mal auf der Seite und hier hat man noch deutlich im Wald den Bahndamm erkannt, da die Fotos aber auch schon viel älter sind. Genau, die zeige ich euch gleich noch mal aus meiner Fotosammlung. Da sind wir jetzt an der Brücke angekommen. Genau. Die sieht so aus. Da haben wir den Mittelpfeiler. Wir schauen jetzt Richtung Norden. Wir haben dann da den Endpfeiler Richtung Norden. Das ist eine sehr massive Brücke gewesen. Wir haben nochmal den Endpfeiler Richtung Norden. Wir haben den Endpfeiler Richtung Süden mit Geländer. Hier erstaunlich finde ich, dass an der Seite der Beton noch so wahnsinnig gut erhalten ist. Dann haben wir den Mittelpfeiler und den Endpfeiler Richtung Norden. Den Endpfeiler Richtung Süden mit Geländer. Der Richtung Norden hat kein Geländer mehr, oder? Wenn ich das richtig erkenne, muss ich nochmal schauen. Nee, der hat kein Geländer mehr. Genau. Dann den Bahndamm. Richtung Süden. Man erkennt hier auch vereinzelt noch ganz gut die Schottersteine. Dann auch wieder so ein, ja, so ein Stück Schiene einbetoniert zur Stabilisation. Der ein oder andere Brocken Beton liegt noch im Wald. Dann haben wir hier, das ist ein Stück von dem Fundament. Und hier der Blick von oben Richtung Norden über die Fundamente. Mit dem Geländer nochmal. Und noch eine Schiene als Abschluss. Und dieses offene ja, Fundament. Genau.
So sieht es aus. Ja, und hier der Blick des Bahndamms schon etwas verwachsener Richtung Norden, Richtung Süden, Entschuldigung, ich komme schon durcheinander, Richtung Süden, Richtung Fletzen und Boxberg, das zeige ich euch jetzt hier mal auf der Karte. Also hier kam die Strecke über die Loisach und dann hier, man sieht es hier wieder ganz schön als Waldschneise und über die Straße exakt hierher, das da ist der ehemalige Haltepunkt Fletzen. Das Gebäude ist heute noch vorhanden, ist in einen Tennisplatz und einem Privatanwesen integriert und exakt auf der Straße lief früher die Bahn. Da haben wir hier die Brücke über die Loisach, wir haben hier diese Straße, die es schon gab und wir haben die Haltestelle Fletzen. Genau, dann geht die Strecke, folgt dann dem Straßenverlauf, exakt dem Straßenverlauf. Noch ein Stück weiter, hier entlang, exakter Straßenverlauf, denn die Straße gab es damals nicht. Hier nochmal extra befestigt durch dieses Moor. Ja, das ist ja ein Moorgebiet. Und hier, wir sind jetzt schon mittlerweile auf Höhe Penzberg. Und hier dann exakt nach Richtung Boxberg rein. Das ist eigentlich Hohenbirken. Hohenbirken wurde durchquert, komplett durchquert. Und hier ging es dann nochmal raus. Noch ein Stück weiter geradeaus, bis man dann hier den Haltepunkt Boxberg erreicht hat, den ich 2010 noch ablichten konnte und heutzutage stehen da schon Wohnhäuser. Das ist schon heftig. Also wir sehen komplett einmal durch Hohenbirken durch. Gab es damals eigentlich noch gar keine Ansiedlung. Noch ein Stück weiter und hier dann den Haltepunkt Boxberg. Fälschlicherweise mal mit X geschrieben. Nein, den schreibt man tatsächlich mit CK. Den Boxberg. Haltepunkt Boxberg erreicht, der dann eben hier ist. Der lehnt sich an den Namen eines Hofguts, nämlich dieses Hofguts hier, Boxberg. Ich verstehe leider nicht so ganz, warum man den dann nicht Unterkapfsee genannt hat, weil das hier eigentlich Unterkapfsee ist. Da haben wir nämlich hier ein Hofgut direkt daneben oder Hohenbirken, aber man musste ihn Boxberg nennen, weil nach Boxberg ist ja viel, viel kürzer. Also ihr seht schon, irgendwo macht es sehr wenig Sinn. Aber okay. Also genau auf Höhe oder genau da, wo diese Gebäude jetzt heute stehen, stand der Haltepunkt Boxberg, den ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Aber zunächst widmen wir uns mal dem Haltepunkt Fletzen, den wir ja gerade gesehen haben, der ja eben hier oben ist. Und der damals ja auch schon über diese Brücke, über die Loisach erreichbar war. Diese Straßenbrücke hier. Genau. So, und diesen Haltepunkt, den hatte man damals noch ganz schön gesehen. Dieses Gebäude, auch wieder klassische Bauweise, oben Holz verschalt, unten gemauert. Ja, ohne Anbauten, also noch sehr schön erkennbar, das Gebäude. Dann schon mit Anbauten. Und ich habe ihn auch abgelichtet, allerdings eben auch sehr verbaut vorgefunden, weil schon in Privatbesitz. Das geht hier los. Ja, also wirklich, ihr seht, sehr verbaut. Was man allerdings noch erkennen kann hier sehr gut, ist das gemauerte, der gemauerte Unterbau. Die Hausnummer. Und hier von der Seite nochmal. Hier von der Seite. Auch hier nochmal das gemauerte. Und hier. Äußerst versteckt, ja. Hier, genau, hier haben wir den Anblick von hier aus, von dieser Kreuzung aus Richtung Süden, haben wir hier dann den Blick auf auf das Gebäude und hier, das ist die Bahntrasse gewesen, die sich dann hier links weitergeschlängelt hat. So, dann kommen wir jetzt Richtung Boxberg, das ist die Straße, hier vorne ist Hohenbirken, wir schauen wieder Richtung Süden und hier links dann das Moor und der deutliche Bahndamm. Das ist dann ungefähr ja auf dieser Höhe entstanden, dieses Bild. Genau. So, jetzt kommen wir nach Boxberg eben genau. Das ist ein Empfangsgebäude gewesen, das in den 40er Jahren, nämlich exakt 1940, erbaut wurde. Sah so aus. Diese Bilder hier zeigen auch noch die Bahnsteigkante vorne dran. Ursprünglich war das Gebäude offen. Es gab keine Tür. Es gab, soweit ich weiß, keine Tür. Es war einfach ein offenes Wartehäuschen.
Ich denke, dass das hier erst nachträglich entstanden ist. Ich habe da mal Bilder gesehen in der Originalfassung, in der Originalen. Das war auch nicht verputzt. Es war also komplett aus Beton, aus grauem Beton. Die Bilder gibt es allerdings auch nicht mehr. Hier haben wir die Bahnsteigkante nochmal Richtung Süden und dann hier rechts dieses Gebäude. Hier sieht man schon deutlich mehr Bäume außenrum. Hier zum Beispiel noch gar keine Bäume. Genau, hier haben wir dann auch schon wieder deutlich mehr Bäume. Und ihr seht es hier schon auf dem Luftbild. Hier, wo heute die Häuser stehen, waren eben schon deutliche Bäume zu sehen, als ich auch dort war. Und hier haben wir dann nämlich die Bahnsteigkante einmal vom Boxberg, die dann hier auf der anderen Seite noch weiterging. Also wir haben hier auf der Seite eine Bahnsteigkante zu erkennen gehabt und auf dieser Seite nochmal eine Bahnsteigkante. Und das zeige ich euch jetzt nochmal im Fotoformat. So, und zwar geht es dann. Ich fange schon mal in Flätzen an. Das ist Flätzen. Ah, okay, das habe ich ganz vergessen. Ah, okay. Interessant. Ja, wir waren ja bei dem Betonfundament von der Brücke über die Loisach. Dann ging ja die Trasse Richtung Flätzen weiter durch den Wald. Dann nochmal ein paar Klumpen, die da rumliegen. Genau. Dann hier nochmal der Blick Richtung Loisachbrücke zurück und der Blick Richtung Straße. Ja, und man sieht hier im Hintergrund dieses Dach da, das ist genau Flätzen. Also hier geht es einmal über die Straße drüber und dann genau geradeaus weiter Richtung Flätzen. Und hier sehen wir das eben auch, die Kreuzung und dann hier diese Straße, die wir vorher schon gesehen haben und das Gebäude von Flätzen. Und diese 2 Kilometer Straße, das ist genau die Bahntrasse nach, ihr seht es hier, Hohenbirken und dann eben Richtung Boxberg. So, und jetzt sind wir schon, haben wir schon Hohenbirken durchquert und laufen hier Richtung Süden quasi. Und hier haben wir einen deutlichen Bahndamm zu erkennen. Hier auch nochmal deutlicher Bahndamm. Auch wieder ein Durchlass in der üblichen Bauform. Wir haben hier sehr gut erkennbar auf einem festgetrampelten Weg die Schottersteine mit drin. Hier geht es Richtung Boxberg weiter Richtung Süden. Hier haben wir nochmal so einen Durchlass. Hier auch nochmal einen deutlichen Bahndamm auf dem Durchlass. Hier schauen wir Richtung Hohenbirken zurück. Und hier, sehr interessant, ein Fundament von einem Turmmast. Mit Sicherheit keine Oberleitung dran. Also es wäre sehr verwunderlich auf dem Stück. Aber ein Turmmast, an dem was auch immer befestigt war. Man sieht nämlich hier noch sehr schön die Stahl, also die Stahlteile quasi, wo der Stahl drin steckte. Genau, dann fängt jetzt hier an, die Bahnsteigkante zu laufen. Das ist dann ungefähr an der Stelle hier vorne, Richtung hier, wo hier eben der Haltepunkt war. Bahnsteigkante, hier nochmal. Und dann ist eben hier dieses Gebäude gestanden. Das ist exakt hier gewesen, unter Bäumen versteckt, mit der Bahnsteigkante vorne dran. Und hier kommt ein Weg raus und wir befinden uns auf einem weiteren Weg, der Richtung Süden läuft. Und diese Kreuzung zwischen den beiden ist exakt die hier. Also wir laufen hier geradeaus weiter und hier kreuzt ein Weg. Das ist diese Stelle. Und hier dieses Gebäude. Nochmal ein Pfosten aus der Zeit mit Sicherheit. Dann das Gebäude von der Kreuzung aus. Hier nochmal von der Seite. Hier kommt die Bahnstrecke aus Richtung Flätzen, geht hier vorbei, geradeaus drüber, von hinten, von vorne, hier die Bahnsteigkante Richtung Flätzen, hier dann nochmal eine Befestigung, hier geht die Bahnsteigkante Richtung Süden weiter, nochmal ein paar Kleinteile, nochmal Kleinteile, nochmal Kleinteile, nochmal Kleinteile und das ist die Bahnsteigkante Richtung Süden. Und hier die Strecke, der Streckenverlauf Richtung Süden. Das ist dann von hier aus gesehen auch ein bisschen Bahnsteigkante gewesen. Und dann geht es hier komplett durch den Wald. Ihr seht es auch wieder wunderbar. Genau geradeaus, ein ganzes Stück weiter. Und dasselbe machen wir hier nochmal. Wir sind in Boxberg. Wo waren wir jetzt? Haltepunkt Boxberg, genau. Wir gehen hier genau geradeaus weiter und geradeaus weiter durch das Moorgebiet. Das ist das, was wir hier haben. Auch dazu hier nochmal ein Stück weiter. Okay, hier ist noch eine Unterführung gezeigt. Okay, gut. Hier,
Das ist das Stück von Boxberg Richtung Süden. Hier auch noch mal ein Kilometerstein zu sehen. Genau, aber ansonsten recht unspektakulär. Dann gehen wir weiter nach Bad Heilbrunn und schauen noch mal kurz, ob ich da noch Fotos anzubieten habe. Ja gut, genau, hier haben wir das Gebäude noch mal ein bisschen näher. Und was wir hier sehen, sehr interessant, ist Anno 1940. Also ein klassischer NS-Bau. Man sieht auch, dass es schon deutlich von den Formen her Richtung Heimatstil geht. Genau, und diese ganzen Verzierungen, auch der weiße Anstrich, also das Verputzen, das ist alles nachträglich gekommen. Es war ein ganz schlichtes Betonhäuschen, was hier so leicht zugelaufen ist nach oben, mit einem Satteldach drauf und gut war. So, dann haben wir noch eine Leiter als Zugang zum auf dem Bahnsteig drauf, nochmal von vorne das Ganze. Und man sieht schon, die kleinen Obstbäume, die man damals gesehen hat, und die Sträucher, die sind mittlerweile ausgewachsene Kiefern. Wobei an diesem Standort ja heute sowieso zwei Wohnhäuser stehen. Das nochmal der Blick Richtung Hohenbirken vor und Richtung Flätzen. Und jetzt kommen wir nach Bad Heilbrunn. Da gehen wir jetzt mal mit großen Schritten hin. Ich zeige es euch erstmal auf der Karte. Also es geht jetzt hier geradeaus durch den Wald, dann geht es hier so leicht rüber. Es geht komplett durch Möhrensee durch, das war kein Haltepunkt, es war auch kaum eine Ansiedlung. Wie man hier sieht, an der Stelle gab es eigentlich gar keine Häuser. Es geht hier einfach weiter, genau geradeaus durch. Es geht hier einmal um eine Kurve rum und dann nochmal geradeaus weiter. Das hier leider ist nicht mehr begehbar, dieses Stück, das ist komplett im Privatbesitz und auch eingezäunt. Dann hier weiter, hier sieht man noch recht gut die Trasse und hier exakt genau neben der Straße entlang nochmal fast kerzengerade geradeaus über den heutigen Kreisverkehr hier. Und hier etwas abseits vom Ort Bad Heilbrunn hat man im Ortsteil Langau den Bahnhof mit Bahnhofsrestauration. Das ist die Bahnhofsrestauration gewesen, originales Gebäude und hier das originale Gebäude mit Nebengebäude und Toilettenhaus vom Bahnhof Bad Heilbrunn bzw. Langau. Das gleiche machen wir hier nochmal. Wir gehen hier also durch Möhrensee durch, weiter neben der Bundesstraße 11, die es damals schon gab, genau geradeaus weiter, so hier über die Kreuzung und dann haben wir hier das Empfangsgebäude der Haltestelle Bad Heilbrunn im Ortsteil Langau und gegenüber die Bahnhofsrestauration. Das Ganze hier nochmal. Also das Bahnhofsgebäude damals, ja, relativ kurz nach Gleisabbau 1981, von der Gleisseite aus mit der Empfangshalle. Das Gebäude ist heute im Privatbesitz. Dann haben wir hier mal eine Ansichtskarte, das Empfangsgebäude mit der Gleisseite und auf der rechten Seite die Bahnhofsrestauration. Heute verläuft in der Mitte die Straße. Hier nochmal das Empfangsgebäude, auch von der Gleisseite aus mit Toilettenhäuschen und im Hintergrund die Berge. Das heißt, wir befinden uns hier bei dem Foto an dieser Stelle und schauen Richtung dort. Dann die Bahnhofsrestauration. Wir haben hier nochmal eine Zeichnung, auch wieder aufs Bahnhofsgebäude, Gleisseite. Wir schauen Richtung Süden, wir schauen also Richtung Bichl. Und hier links die Bahnhofsrestauration. Dann haben wir, ah ja, genau, darüber hinaus gab es hier noch einen Anschluss an ein Torfmühlwerk und an ein Torfwerk. Denn das hier ist ja eine sehr moorige Gegend. Wo genau die Anschlussstellen waren, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Da müsste man jetzt ein bisschen weiter vorgehen, wahrscheinlich, dass man da noch was sieht. Ich glaube, eine war hier drin in dem Bereich und eine dürfte in dem Bereich gewesen sein. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Da müsste man mit der Kilometrierung schauen. Es ist nämlich hier nicht eingezeichnet. Da müsste man hier mal gucken. Kilometer 43,9 und 44,7. Kilometer 43,9 und 44,7. Genau, 43,9 wird zwischen Flätzen und Boxberg gewesen sein und 44,7 kurz dahinter. Das heißt, Flätzen und Boxberg, also einmal hier, wird ein Abzweig gewesen sein. Wahrscheinlich zu diesem Torfmühlwerk hier, könnte ich mir gut vorstellen. Und einmal
zwischen, ja genau, weil hier haben wir nämlich auch das Filz, genau, andere Bezeichnung für Moor. Und dann einmal noch kurz hinter Boxberg, wahrscheinlich auch hier unmittelbar, genau. Ist aber jetzt nicht eingezeichnet, okay. Gut, dann gehen wir weiter von Bad Heilbrunn, wo wir gerade waren, Bahnhof Bad Heilbrunn, geht es jetzt weiter in einer deutlichen Kurve, in einem deutlichen Gleisbogen, hier Richtung Wald. Wobei ich euch davor noch schnell meine Fotos zeige, bevor ich es vergesse. Einmal das Empfangsgebäude. Von der Bahnhofsrestauration aus in der Mitte die Straße. Man sieht hier sehr, 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 sehr schön das ehemalige Stationsschild und das gemauerte Untergeschoss. Mit sogar noch den originalen Fensterstäben. Hier dann das Nebengebäude. Es wurde mittlerweile schon neu verkleidet. Genau. Das war's von mir in Bad Heilbrunn, weil leider die andere Seite im Privat, also das Gebäude ist ja komplett im Privatbesitz und ich da nicht auf die andere Seite gehen konnte, weil es einfach abgegrenzt ist und ja, das dann nicht funktioniert. Genau, das wäre es aber von mir gewesen von der Strecke. Drei Fotos habe ich noch, die kommen gleich. Wir fahren jetzt hier weiter durch den Wald und hier einmal so durch. Man sieht hier auch wieder eine schöne Narbe der Strecke, komplett durch dieses Grundstück durch und dann nochmal durch einen kleinen Wald. Über den Steinbach und dann in diesem Gleisbogen das Einscheren auf die Strecke aus Richtung Tutzing und Penzberg und in Richtung Kochel. Denn wir haben dann schon den Bahnhof in Bichl erreicht. Das ist Bichl. So, und kurz bevor man den Steinbach quert, kommt hier nochmal ein Viadukt und ein Kilometerstein im Wald und ein sehr, sehr gut erkennbarer Bahndamm. Einmal zeige ich euch das auf dieser Seite. Da sehen wir das Empfangsgebäude in Bad Heilbrunn nochmal von der Gleisseite, nochmal das Nebengebäude, so wie es damals aussah, bevor es in Privatbesitz ging. Gut, das ist jetzt weniger interessant. Hier nochmal ein Kilometerstein, unmittelbar neben dem Empfangsgebäude, Kilometer 47,8. Und dann jetzt hier dieses angesprochene Viadukt im Wald. Hier nochmal das Empfangsgebäude von der Straßenseite aus mit diesem Stationsschild und dieses Viadukt über einen Feldweg, das ungefähr an der Stelle sich befindet. Genau, und dann im weiteren Verlauf geht es eben über den Steinbach und da ist noch ein Widerlager der Brücke vorhanden. Das andere leider nicht mehr. So, dieses eine ist hier noch vorhanden. Und dazwischen habe ich auch noch mal drei Fotos gemacht. Und zwar einmal noch von diesem Viadukt, das wir gerade schon gesehen haben. Sieht so aus. Darunter der Feldweg und darüber eben die Bahnstrecke. Und dann haben wir noch den Kilometerstein, der recht gut noch in weiß erhalten ist, weil ursprünglich waren die ja alle weiß angestrichen. Kilometer 49,2. Genau. Und man sieht hier auch schön den ziemlich hohen Bahndamm. Und hier diese große, große Wiese, dieses Feld in Richtung Süden. Und das ist eben das Feld, was man hier sieht, was hier angrenzt. Also der Blick Richtung Süden. Genau. Dann ging es über den Steinbach mit diesem Widerlager eben Richtung Bichl. Schauen wir uns hier auch nochmal an. Man sieht hier auch die Darstellung des Bahndamms. Dann kommt der Steinbach. Dann geht es hier in diesem Bogen Richtung Bichl, wo man damals zum Beispiel hier noch einen Anschluss hatte in das heutige Gewerbegebiet, nämlich hier rein. Den erkennt man hier noch recht schön, wie es hier reinging. Genau, und hier ist die Strecke dann eingeschert auf die Kochelseebahn. Ja, in Bichl, das Empfangsgebäude haben wir schon gesehen. Hier haben wir nochmal einen Güterzug, einen Zug mit einer BR64. Wir haben hier mal einen Turmtriebwagen stehen in Bichl. Ja, ein abgebautes Gleis der Isartalbahn, eine Weiche und den ehemaligen Güterschuppen, der wurde leider auch schon abgerissen. Und ansonsten ein paar kleine Anekdoten aus dem Bahnhof. Damals gab es noch Formsignale. Auch als ich da war, gab es noch Formsignale und diese buckligen alten Bahnsteige, das Empfangsgebäude, das Stellwerk und sogar noch ein Fahrkartenschalter, der in Betrieb war. Ja, genau, den Güterschuppen. Und es wurde leider alles dem Erdboden gleichgemacht. Und seit ein paar Jahren wird das alles elektronisch ferngestellt. Das soll's
erstmal gewesen sein. Ich schaue jetzt nochmal kurz, ob ich hier noch was dazu finde. Ah ja, hier haben wir noch was, genau. Das ist Bahnhof Bichl nochmal in Richtung Penzberg und Norden, also in Richtung München. Dieses Gebäude hier, ein ehemaliges Stellwerk und Bahnwärterhäuschen, das diese Schranken, die man hier leicht erkennen kann, gesteuert hat. Das ist dieser Bahnübergang hier. Dieses Gebäude gibt es auch noch. Das ist auch klassischer NS-Heimatstil, stammt auch aus der Zeit, aus der Kriegszeit und hat damals eben hier, ich schätze mal, die Funktion eines Weichenwärters übernommen. Da der Bahnhof ja so groß war, wie wir gesehen haben, mindestens 10 Gleise, gab es hier einmal einen Weichenwärter auf dieser Seite, auch für den Bahnübergang zuständig und für diese ganzen Weichen. Denn der Bahnhof hat sich ja hier auf der gesamten Breite hier erstreckt, wo heute die Bäume sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Man sieht hier übrigens noch eine alte Darstellung mit dem ehemaligen Güterschuppen und dem ehemaligen Empfangsgebäude. Diese gibt es heute beide nicht mehr. Also hier hat sich der Bahnhof weiterhin erstreckt und hier auch noch auf der Seite. Auf beiden Seiten noch weiter. Man sieht hier auch noch die Andeutungen von Gleisen. Und hier haben wir ein weiteres Stellwerk eines Weichenwärters auf der anderen Bahnhofsseite. So. Also wir haben insgesamt 2 Weichenwärter und einen Fahrdienstleiter in diesem Bahnhof gehabt. Und beide Stellwerke gibt es noch. Beide entstammen dem Heimatstil und das nördliche von beiden, also das hier, erkennt man eben sehr gut auf diesem Foto. Da sieht man auch, dass sich die Gleisanlagen zumindest noch ein bisschen weiter nach links und rechts erstrecken. Und wir hier auf dem rechten der beiden Gleise die Isartalbahn in diesem Rechtsbogen dann befahren. Genau. Ach nein, Entschuldigung, das habe ich mir vertan. Rechts das stumpf endende Gleis 1, genau. Das ist jetzt wahrscheinlich das hier, welches das frühere Streckengleis von Wolfratshausen war. So ist es, genau. Also nicht das hier, das ging nach Tutzing und das hier geht nach Wolfratshausen. Ja, auf der anderen Seite, nein, es ist die gleiche Seite, nochmal gleiche Blickrichtung, auch wieder Richtung Norden. Interessant finde ich diese beleuchteten Stationsschilder. Und man sieht hier deutlich, dass es nach links allein damals schon deutlich weiter ging und hier nochmal rechts an diesem Tragwerk sehr gut zu erkennen. Und zusätzlich gab es mit Sicherheit links noch ein, zwei nicht elektrifizierte Gleise. Ja, und auch da nochmal das Empfangsgebäude ohne diesen grünen Anstrich, wie es in der Beton-Zweckbauform aus der Nachkriegszeit da stand. Mit Stellwerk, genau. Ja. Fahrkartenschalter, exakt. So war das. Ja. So war das. Und das ist die Ausfahrt Richtung Benediktbeuern. Genau. Das ist dann die Kochelseebahn. Genau. Hier sieht man es auch nochmal. 100 Jahre Kochelseebahn, 1898 bis 1998. Ja, damals noch so richtig im Deutsche Bahn-Flair. Ja, das ist die Bahnhofseinfahrt aus Richtung Süden, aus Richtung Kochel kommend. Man sieht hier auch dann schön den Güterschuppen. Und ja, genau. Nee, wunderbar. Seite 2. Haben wir da noch irgendwas Interessantes? Nee, nichts wahnsinnig Neues mehr. Nee, also man erkennt hier halt wirklich gut. Es ging nach rechts deutlich weiter, es geht nach links deutlich weiter. Hier schon das Kloster von Benediktbeuern im Süden. Und hier nochmal der Blick Richtung Norden. Ja. Das ein Vorsignal. Ja, und der Rest ist dann Kochelseebahn spezifisch. Ja, genau. Okay, das soll es gewesen sein. Ich schaue nochmal, dass ich nichts vergessen habe, aber ich glaube, ich habe alles. Genau. Ich denke, ich habe euch jetzt ein paar Infos geben können. Es ist tatsächlich sehr viel gewesen, für mich selbst auch. Ich habe es jetzt auch gerade gemerkt, während ich das alles durchgegangen bin, dass man schnell mal irgendwas vergessen kann. Aber ich denke einfach, die wichtigsten und interessantesten Infos habe ich euch jetzt mal mitgeben können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar da lasst und vielleicht auch den Kanal abonniert, damit ihr in Zukunft solche und andere Videos nicht mehr verpasst. Ja, teilt das Ganze gerne und ja, gebt mir gerne, wie gesagt, Feedback. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen eben einen Einblick geben.
Ja, in dem Sinne, eine schöne Zeit euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.